Aufzeichnung des Infanterieregiments 189, 5. Kompanie, frankreich Feldzug. Nachfolgender Bericht entstand aus der Überzeugung heraus, dass es allen Angehörigen der 5. Kompanie eine stolze Freude sein wird, später anhand dieser Aufzeichnung sich an gemeinsam verlebte harte und schöne Stunden zu erinnern. Harte Stunden, in denen alle Schminke von dem Einzelnen abfiel, in denen er zeigen konnte, ob er ein Mann, ob er ein Kerl, ob er ein Führer, oder ob er bereit ist, für das Reich alles einzusetzen. Schöne Stunden, da jeder von uns diese Mannesprobe bestanden hat. Wir wurden eine Kampf- und Marschgemeinschaft, die ihre Pflicht erfüllte, überall dort, wo sie unter Führung unseres Chefs gestellt wurde. Darauf sind wir stolz. Ferner soll dieser Bericht den im Kampf oder auf dem Marsch ausgefallenen Kameraden Anhaltspunkte geben, die es ihnen ermöglichen, den weiteren Vormarsch und besondere Ereignisse der Kompanie zu verfolgen. Wir sind ihnen auch weiterhin verbunden, nachdem sie von uns gegangen. Sie können gewiss sein, dass wir sie nicht vergessen und sie auch später über das Leben und über wichtige Geschehnisse in der Kompanie auf dem Laufenden halten werden. Von Rotwasser nach Aachen, geschrieben von Unteroffizier Goletz. Nach schönen und gemütvollen Tagen war nun endlich die lang ersehnte Stunde der Bewährung auch für uns gekommen. Tätig sein ist des Menschen erste Bestimmung. Beseelt von diesem Drang begrüßten wir den Ruf des Führers zu unserem Einsatz. Schnell ward Abschied genommen von unseren liebgewonnenen Quartieren, denn geschieden muss sein, soll einst ein Wiedersehen es geben. Beendet nun sind unsere Tage der Ausbildung. Die schönen Quartiere gilt es zu verlassen. Ran an den Feind heißt jetzt unsere Parole. So ermunterte uns unser Kompaniechef. Und zugleich ist bei jedem Mann entschieden zwischen Neigung und Pflicht. Stolzen Herzens und heiteren Blickes ziehen wir heiß umschwärmt von der Bevölkerung Rotwassers mit dem Engelandlied auf den Lippen zum Verladebahnhof Kohlfurt. Von hier ab, wo so oft wir Hand und Auge fürs Vaterland übten, rollt der Zug am 16.5. gegen 5 Uhr ab. Noch wissen wir nicht, wohin es geht, doch leise flüstert eine Stimme in jedes Mannes Herzen, Heimat ade, wir fahren deine Grenzen zu Schirmen. Und aus allem Munde klingt im Felde. Da ist ja der Mann noch was wert, da wird seine Tat noch gewogen. Es bestätigt sich jenes Dichterwort: Wer fest auf seinem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Unser Gefühl ist täuscht uns nicht, unsere Überzeugung wird wahr. Nach Nordwesten geht der Weg, um später nach Westen abzubiegen. Falkenberg liegt schon hinter uns. Wir nähern uns Wittenberg, der Stadt, wo einst der redegewandte Luther die Reformation ins Leben rief. Plötzlich rennt es wie ein Feuer durch die Adern der Kameraden. Der Gesang schwillt an und Rufe umschwellen den Zug. Es ist 15.30 Uhr. Die Bremsen des Zuges quietschen und wie ein Signal dringt es an unser Ohr: Magdeburg, du schönes altes Magdeburg du stolzes Magdeburg mit deinen herrlichen Burgen und kunstvollen Bauten. Weit öffnen sich unsere Augen, um etwas zu schauen von dieser historischen Stadt an der Elbe, wo einst die Fürsten tagten. Gegrüßt von den vielen Reisenden und der umstehenden Stadtbevölkerung schlugen unsere Herzen begeistert höher, die Eintracht und die Verbundenheit von Heimat und Front erkennend. Und ach, fast gerührt über die Herzlichkeit und Freigebigkeit manch eines blonden Mädchens, das unaufhaltsam die heißen Handküsse nur so verschleuderte, zogen wir weiter Vorwärts ist unser Drang. Ein jeder spricht Mich hält kein Land, mich fesselt keine Schranke, frei schwing ich mich durch alle Räume fort. Salzgitter, Hildesheim ziehen an unseren Augen vorüber. Von fern gegrüßt, das Zuckerhütchen. Gott sei mit euch, ruft der gotische Dom der uralten Bischofs- und Kaiserstadt uns zu. Immer schöner wird die Gegend. Längst schon haben einige Kameraden, treu dem Grundsatz, willst du mehr Land sehen, musst du einen höheren Standort nehmen, jenen erhöhten, dachlosen Wagen bestiegen, unter der Vorgabe, feindliche Flieger abzuwehren. Alle Augen weiden sich an der Herrlichkeit der Natur. Deutsche Lande. Es wechseln Berg und Tal, die stolzen Wälder neigen, lächeln ihre Kronen. Vorbei geht es nun am Fuße des Harzes, des von vielen Besuchern gepriesenen mitteldeutschen Gebirges mit dem 1100 Meter hohen Brocken. In Hameln hören wir noch deutlich die Flöte des Rattenfängers aus den Fabeln unserer Schulzeit. Weiter rollt der Zug, vorbei Geht es an dem historischen Bückeburg? Jetzt streifen wir den Teutoburger Wald, das Schlachtfeld, wo neun nach Christus unter Hermann dem Cherusker unsere Vorfahren sich vom römischen Joch befreiten und die Freiheit des deutschen Volkes besiegelten. Taucht hier nicht zugleich die Frage nach dem heutigen Ringen auf? Was wollen wir denn anderes als frei und unabhängig sein? Hier teilen wir das Schicksal unserer Väter. Die oft schon für Freiheit und Selbstständigkeit gestritten. Wofür starb Albert Leo Schlageter? im Mai 1923. Er ist der Freiheitsheld, an dem wir unwillkürlich bei der Fahrt durch das Ruhrgebiet, das wir jetzt durchfahren, denken müssen. Doch fast wunderlich scheint es uns, wir denken an die Kämpfe, die hier tobten, wir sprechen vom heutigen Ring und ringsum ist Friede. Stiller, tiefer Friede. Rauchende Schlote. Pfeifende Sirenen sind Zeugen, dass alle Arbeit hier den geregelten Fortgang findet. Nicht anders ist es in Duisburg, wo wir den herrlichen Rhein, diesen alten deutschen Strom überqueren. Und noch näher kommen wir der Grenze. Über Krefeld Neuss führt uns der Zug nach Aachen. Aachen, welch stolzer Anblick bietest du uns. Es ist eine besondere Freude für uns, die Straßen dieser alten Kaiserstadt betreten zu dürfen. Vom Roten Kreuz noch gestärkt, ziehen wir vorbei an der Krönungsstätte vieler Könige und Kaiser, ergriffen von der Wucht des gewaltigen Domes. Nochmal gilt ein Guß der Heimat. Dann geht unser Schritt entschlossen in Feindesland. Wir wollen ihm begegnen, dem, der uns gefordert. Wir wollen erneuern die Heldentaten unserer Väter und der Heimat einen dauernden, gefälligen Frieden schmieden. Von Aachen nach Norroy. geschrieben von Feldwebel Gebauer. Am frühen Nachmittag des 17. Mai 1940 marschierte die 5. Kompanie unter Führung von Oberleutnant Munzel an der Spitze des 2. Bataillons voller Erwartung der Reichsgrenze zu. Aachen liegt schon bald hinter uns. Wohin wird es gehen? Nach Holland oder Belgien? Die Entscheidung soll bald fallen. An einer Straßenkreuzung lesen wir nach Maastricht, nach Lüttich. Und schon marschiert die Spitze auf die Straße. Nach Lüttich geht's. Jetzt löst sich langsam die Spannung. Wir wissen, es geht nach Belgien in den Kampf. Bald haben wir die belgische Grenze erreicht. Drahtverhaue, Munker links und rechts der Straße zeigen uns, dass Belgien nicht neutral war, wie es immer vorgab, sondern dass es seine Ostgrenze gegen Deutschland, das ihm immer wieder die Achtung der Selbstständigkeit versicherte, einseitig befestigte. Beim Überschreiten der Grenze durch die fünfte Kompanie erscheint der Bataillonskommandeur und bringt ein dreifaches Hurra auf unser Volk aus. Wie ein Brausen geht es durch die Reihen der Kompanie. Und nun geht es weiter nach Belgien hinein, ins Eupener Land, das bis 1919 deutsch war. Überall erheben sich die Hände zum deutschen Gruß, wo unsere Truppen durchmarschieren. Am Abend kommen wir in Wallhorn an und beziehen für zwei Tage Quartier. Die Division soll sich um Eupen herum sammeln. Wir haben hier in Wallhorn Gelegenheit. Uns von dem deutschen Charakter der Leute zu überzeugen. Alles spricht Deutsch. Wir werden gastfreundlich aufgenommen. In der Nacht zum 19.05. verlassen wir Wallhorn und erreichen in der Morgendämmerung Eupen. In der Ferne hören wir Geschützdonner von einem noch nicht genommenen Vor der Festung Lüttich. Der Marsch wird immer beschwerlicher. Es geht durch die Ausläufer des Hohen Wenn. Nach sehr anstrengendem Marsch erreichen wir Spa, wo eine zweistündige Mittagsrast gemacht wird. Spa, ein bekannter und sehr schön gelegener Ort mit vielen Hotels und Anlagen für Sommerfrischler. Hier tagt auch kurz nach dem Weltkriege die Reparationskommission. Wir sind nun mitten im feindlichen Belgien drin. Der Ort ist fast ausgestorben. Nun geht es weiter. Überall saftige Wiesen. Koppeln, von natürlichem Heckenbuschwerk begrenzt. Das Vieh brüllt, es will gemolken werden. Aber die Einwohner sind geflüchtet. Sie haben auf die feindliche Lügenpropaganda gehört. Ein Bild des Friedens und doch ein trauriges Bild. In saint remochon wird Quartier bezogen. Das Bild der Verwüstung beginnt. Der fliehende Feind hat Brücken und Eisenbahnviadukte selbst zerstört ohne die Bewohner zu benachrichtigen. Jetzt stoßen wir bereits auf endlose Kolonnen anderer Divisionen. Am nächsten Tage kommen wir wieder an eine gesprengte Brücke. Wir müssen deshalb über einen größeren Berg marschieren. Jedermann muss da gewaltiges leisten. Selbst überladen und überanstrengt, musste nun jeder dreimal den Berg hinauf und hinunter, um die schwere Munition und den anderen Inhalt der Gefechtsfahrzeuge hinaufzubefördern. Zum Schluss musste zum Teil noch im Mannschaftszuge der Tross hinaufgeschoben werden. Das dauerte mehrere Stunden. Nach kurzer Rast ging es weiter. Die verlorenen Stunden gingen von der ohnehin schon kurzen Nachtruhe ab, da ja das Tagesziel erreicht werden musste. So halfen alle auch noch unseren vierbeinigen Kameraden, den Pferden, die ja mithelfen mussten, das Ziel zu erreichen. Um Mitternacht trifft die Kompanie im Schloss Bomal ein und geht sofort zur Ruhe über, denn in ein paar Stunden muss es weitergehen. Der nächste Tag erfordert wieder einen Marsch über 50 Kilometer bis Marlois. Die Hitze und der wenige Schlaf haben größte Anforderungen an die Kompanie gestellt. Da gelingt es, dem Regimentskommandeur einige LKW der Luftwaffe zu verpflichten, die uns am nächsten Morgen bis in die Nähe der belgisch-französischen Grenze bringen sollen. So kommen wir nach mehrstündiger Fahrt in Bivier an. Südlich von Bivier versammelt sich das Regiment in einem Walde. Feindliche Flieger haben dies beobachtet und wir werden nachts mit Bomben bedacht. Unsere Flak verhindert aber wesentlichen Erfolge der Flieger. Lichtlos ruhen wir in unseren Zelten im Walde. Der nächste Tag lässt uns die belgisch-französische Grenze überschreiten. Wir stellen hier fest, dass Belgien sein Land nicht gegen Frankreich sicherte. Kolonnen von Gefangenen, darunter viele Neger, begegnen uns. Alles ist ausgestorben. Die Ortschaften sind von Franzosen geplündert. Wir überschreiten die Maß. Bei Monteur, nordwärts Charville und Sedan. Es regnet fast den ganzen Tag. Nach mühevollem Marsch und durch erreichen wir die Burg Fidele, wo wir in zerschossenen Häusern Notquartier beziehen. Am nächsten Tag rasten wir an einer Wiesenhecke in Vatinier in unseren Zelten. Diesmal sind wir sehr zeitig im Quartier, es ist 20 Uhr, und wir können das erste Mal bei einem Brunnen unsere Füße waschen und kühlen. Von Vatinier geht es über Hirson in anstrengendem Marsch nach vige Fati wo das Bataillon in einer Blech- und Stahlwarenfabrik, die zerstört ist, übernachtet. Über gis und Frosneux erreichen wir Noreux. Die Kompanie hat nunmehr in acht Tagen. 370 Kilometer Marsch über gebirgiges Land hinter sich und geht in Nure für einige Tage in Ruhe über. Mannschaften und Pferde sollen vor dem Einsatz nochmal ausruhen. Waffen, Gerät, Wagen werden gereinigt und überholt. Nach dem Aufmarschplan hat die Division das vorläufige Ziel erreicht. Die Stimmung in der Kompanie ist gut. Wir wollen eingesetzt werden. Es gibt nur eine Frage. Geht es an den Feind in Richtung Paris oder an die neue Front am aussie asien kanal Aufzeichnung des Infanterieregiments 189, 5. Kompanie, Frankreich-Feldzug, Teil 2: Von Naroi bis La Chapelle, Feldwebel Ronhardt. Bei Bellicourt steht ein Denkmal welches den Einsatz amerikanischer Divisionen gegen die im Weltkrieg von unseren Vätern und Brüdern hart verteidigte Hindenburglinie erläutert. 700 Meter westlich davon weht das Sternbanner auf dem Friedhof, der an den damaligen Kämpfen gefallenen Amerikaner. Die Kompanie besucht diese Stätte. Wir fühlen, dass wir auf Blutgeweihtem Boden stehen. Wir wollen die Schmach. Die dem unbesiegten deutschen Heer 1918 und 1919 angetan wurde, wiedergutmachen und tilgen. Während unsere bisherige Marschrichtung allgemein Westen war, um den Kessel im Norden Frankreichs zu schließen, marschieren wir nach der Kapitulation Belgiens am 27.05.1940 und nach den sechs Ruhetagen in Naroi nach Süden. Am 2.06.1940 um 19 Uhr wird das Bataillon alarmiert. Um 22 Uhr marschieren wir. Le Hocquen, l'audience Remoncon, Hombiquis, Rudemont, villers sec Auch der bisher ungewohnte Nachtmarsch hat seine Reize. Überhaupt, wenn in weiter Ferne wie Wetterleuchten am Himmel die Mündungsfeuer der Artillerie zu sehen sind. Brennende Häuser leuchten Kilometer weit. Nach rastlosem Marsch liegt die Kompanie vom Morgens bis Mittag auf einer schattigen Wiese und pennt. Bevor wir um 22.30 Uhr abmarschieren, beglückwünscht Oberfeldwebel Lux unseren Kompaniechef Herrn Oberleutnant Munzel zu seinem 33. Geburtstage und verspricht im Namen der Kameraden Einsatz bis zum letzten Mann. Vom 3.6. bis 4.6. Marsch über verschiedene Ortschaften bis Cerny des Buchy. Eilmarsch auf schlechten Straßen gegen den Feind. Zu den Blitzen, die letzte Nacht am Himmel zuckten, tritt jetzt der Geschützdonner und bildet die Begleitmusik für uns zum letzten Einsatz bereite deutsche Männer. Besonders gut müssen Zelte getarnt werden, denn der Feind kann schon einsehen. Nach wohlverdientem Schlaf ziehen wir am Nachmittag in die Häuser und halten die letzte Ruhepause vor dem Einsatz bis zum 5.6. Im Osten liegt am Bergeshang die Stadt Laon. Auf der Zitadelle wird die Reichskriegsflagge weithin sichtbar. Die Kompanie sammelt für das Rote Kreuz 1213 Reichsmark. 5.6. 18 Uhr, wir marschieren weiter. Ran an den Feind ist unsere Parole, die der Regimentskommandeur, Herr Oberst Hohmeier, am 1. Mai an uns ausgab. Über etonwell kommen wir nach einigen Irrläufern um 23 Uhr zum Zeltbau im Waldstück ein Kilometer südostwärts etonwell an. Unsere Artillerie spuckt nah bei Salve auf Salve gegen den Feind. Doch wir schlafen ungestört. 6 .6 aufbruch im morgengrauen wir sollen eingesetzt werden zur säuberung eines waldes, der von negern besetzt ist. nachher stehen und warten wir auf der straße durch denselben wald. können keine schwarzen sehen. parolen gab und gibt es immer wieder in großer zahl. endlose artilleriekolonnen ziehen neben uns. langsam werden wir vorgezogen. feindliche flieger statten uns einen besuch ab. Einer davon wird durch die Flak abgeschossen. Auf der Straße Schilder. Feind kann einsehen. Endlich kommen wir dran. Über die Brücke, über den Kanal der Eussiers, Alsienne zu marschieren. Erster und zweiter Zug sind vorüber. Dritter Zug gerade auf der Brücke. Da kommt der erste Segen der feindlichen Artillerie. Zehn bis 15 Salben schlagen auf und hart neben der Straße ein. Volle Deckung. Pferde gehen durch. Erste Verwirrung. Entfaltetes Vorgehen auf Charmignon. Obergefreiter Göttlicher, der vor Tagen erst als Führer der Melder zum Stab versetzt wurde, kommt uns verwundet entgegen. Rast im toten Winkel eines Berges. Eigene Artillerie schießt hart über uns hinweg. Über unsere Feuertaufe schreibt der Gefreite Polzer. Cerny, ein kleines Dörfchen in der Nähe von Laon. Indem wir zwei kurze Ruhetage verbringen durften. Das Dorf wurde am 5.6. um 18 Uhr verlassen. Schon nach kurzem Marsch auf schlechter staubiger Straße gingen wir zwölf Kilometer südlich von Cerny zur Ruhe über. Lautlos wurden die Zelte in einem ziemlich dichten, urwaldähnlichen Laubwald aufgeschlagen und bald ist nichts als die ausgestellte Wache zu sehen, denn es sollte am nächsten Tage frühzeitig weitergehen. Und so bricht der sechste Juni an, ein herrlicher Sommertag. An dem wir unsere Feuertaufe bekommen sollten. Nach dem Wecken um 4 Uhr werden rasch im Dunkeln die Zelte eingerissen, das Frühstück eingenommen, und nun geht es weiter in Richtung osi asien kanal der noch heute überschritten werden soll. Endlose Kolonnen von motorisierter und bespannter Artillerie werden an uns vorbeigezogen. Alles drängt dem Kanal zu und den weichenden Franzosen auf die Fersen. Unsere Artillerie ist in Stellung gegangen. Eröffnet aus vielen Rohren das Feuer, um den Feind niederzuhalten, der den Kanal bewacht. Der Vormarsch stockt jetzt öfter und es geht nur langsam vorwärts. Der Grund dafür ist das französische Artilleriefeuer, das ziemlich genau nun auf der Straße und nahe der Brücke liegt, die zu passieren ist. Indem wir die Marschpausen ausnutzen, sofort in den Straßengräben ausruhen, dämmelt wohl jedem die Überzeugung, dass wir wohl heute mit der feindlichen Artillerie nähere Bekanntschaft machen werden. Links der Straße an einem Bahnhof sehen wir schon Flak aufgebaut, obwohl mancher von uns denkt sich, haben die ein herrliches Leben. Denn von feindlichen Fliegern haben wir bisher nicht viel gemerkt. Aber auch dieser Anblick sollte uns der 6. Juni bringen. Vor uns erscheinen drei Flugzeuge, die sich beim Näherkommen als französische entpuppen. Unsere rasch und sicher arbeitende Flak eröffnet sofort das Feuer, wodurch die Flieger zur Umkehr gezwungen werden. Unser Kompanieführer Oberleutnant Munzel und Zugführer Leutnant Bond sind nach vorne gegangen, um sich mit dem Übergang über die Brücke vertraut zu machen. Hierbei werden auch sie nicht vom feindlichen Artilleriefeuer verschont und müssen praktisch das Hinlegen üben. Wir lassen uns inzwischen von den Pionieren erzählen, unter welchen Schwierigkeiten sie die Brücke gebaut haben und von den nicht geringen Verlusten, die sie dabei erlitten haben. Endlich ist es soweit. Wir marschieren unter dem Schutz unserer eigenen Artillerie, die das gegnerische Feuer lebhaft erwidert, dem Kanal zu. Die Brücke wird zugweise im Laufschritt überschritten. Keuchend. Und außer Atem erreichen wir das jenseitige Ufer, wollen gerade etwas verschnaufen, als auch schon eine ziemlich unangenehme Überraschung naht. Plötzlich ein Heulen, Pfeifen. Kurz darauf folgt der erste Einschlag einer Granate dicht an der Spitze des ersten Zuges. Im ersten Moment ein kurzes Stocken und schon spritzt alles auseinander, um neben der Straße Deckung zu suchen. Reiter preschen auf ihren wildgewordenen Pferden hin und her, und alles ist in großer Erregung, denn so nah hatte noch niemand das feindliche Artilleriefeuer empfunden. Wir haben inzwischen rechts und links der Straße volle Deckung genommen, als es von Neuen heult und pfeift. Auch diesmal liegen die Schüsse sehr genau, und nur der Umstand, dass wir gut gedeckt und nicht massiert liegen, ist die Vermeidung von Verlusten zu verdanken. Schlechter ging es der Nachrichtenabteilung unseres Bataillons. Der Nachrichtenwagen erhielt einen Treffer, der ihn umwarf und ein Pferd verwundete, welches jämmerlich wieherte. Erst nach einer großen Anzahl von Salven stellte die feindliche Artillerie ihr Feuer ein. Zunächst bleibt jede Entdeckung liegen und keiner traut der Ruhe. Aber dann steht wie auf ein Kommando alles auf. Im Laufschritt geht es von der gefährlichen Stelle weg. Dem nächsten Dorfe zu. Rasch werden den einzelnen Zügen die Plätze zugewiesen, wo sie in Gruppen sich sammeln sollen. Nunmehr wird zuerst die Stärke festgestellt und fast wie ein Freudenruf kommt überall die Meldung: alle da. Wir haben eben Glück gehabt und unsere Feuertaufe überstanden. Immer noch gruppenweise verlassen wir das Dorf, welches teilweise in Brand geschossen ist, und streben einem Walde zu dort kommt nun endlich die lang erhoffte ruhe. an dem hang, an dem wir lagern, zeugen noch alte Granatrichter aus dem weltkriege von den schweren kämpfen, die unsere väter hier durchgemacht haben. es sind die ausläufer des Chemie des dames, an dem wir zur ruhe übergegangen sind. nochmals werden die heutigen erlebnisse innerhalb der gruppe besprochen und mit der frage: was wird uns wohl der nächste tag bringen? Er freut sich alles der wohlverdienten Ruhe, aus der uns nicht einmal das Heulen der über uns hinweg Granaten stören kann. Zug Lux wird als Stoßtrupp gegen drei feindliche Panzer, die festgefahren waren und Brieftaubenmeldungen absandten, eingesetzt. Am Abend soll die 5. und 7. Kompanie als Vorausabteilung nach Missy an der Asien verlegt werden. Wir alle freuen uns über diesen ehrenvollen Auftrag und stehen mit Munition und Handgranaten schwer beladen, marschbereit. Da wird dieses Unternehmen abgesagt. Wiederum eine Nacht mit schwerem Artilleriefeuer. Doch der Feind schießt zu weit. Auf der Straße endlose Kraftfahrkolonnen: Flak, Artillerie, leichtes und schweres Kaliber. In Chavignon brennt ein Munitionslager. Es kracht und heult. Die Artilleristen singen im Tal Leb wohl, du kleine Monika und andere Lieder von Heimat, Liebe und Sehnsucht. Nur in den Feuerpausen dringt der Gesang zu uns herüber, die wir übermüdet am Berghang liegen. Aufzeichnung des Infanterieregiments 189 5. Kompanie Frankreich-Feldzug Teil 3 7. Juni 1940. 5 Uhr Aufbruch. Marsch und Bereitstellung in brennender Sonne. 11 Uhr antreten. Wir streifen den Westrand des Damenweges. Entwickeltes Vorgehen. Der Gegner jedoch weicht aus und flieht. Wir stoßen ins Leere. Rast in et decon. Gute Verpflegung. Zigaretten und Schokolade als Marketenderware. Kurz vor Abmarsch um 18 Uhr wird eine Kompanieaufnahme gemacht. Durch bespannte Artillerie und motorisierte Abteilung entstehen starke Verstopfungen auf der Vormarschstraße. Da treffen bei Missy wieder einige Lagen feindlicher Artillerie hart an der Straße ein. Diese werden schon ruhiger entgegengenommen. Kurzer Halt nach Übergang über die Asien. Darauf Einsatz der 5. Kompanie zur Säuberung des Waldes drei Kilometer nördlich Ancy. Dazu äußert sich Feldwebel Feldberg wie folgt: Am 7. Juni 1940 marschierte das dritte Bataillon nach einer längeren Mittagsrast in Richtung chevrolet Valois weiter. Es kann ungefähr 17:30 17 Uhr gewesen sein als die Spitze des Bataillons den Dorfrand erreichte. Neben uns marschierte eine Artillerieabteilung. Da diese mit heißen Kämpfen rechnete, hat sie schon Munitionskolonnen als Reserve mit nach vorne gebracht, wodurch eine Verkehrsstockung entstand. Trotzdem marschierte das Bataillon mit Sicherung, teilweise einzeln in Reihe und Doppelreihe und wieder in Marschordnung weiter. Die Fahrzeuge mussten zurückbleiben und wurden, sobald die Straße frei wurde, wieder nachgezogen. Kaum hatten wir die Artillerie überholt, erhielten wir schweres Artilleriefeuer. Kurz Deckung genommen. Die Einschläge liegen dicht an der Straße. Der Marsch geht weiter über Missy, dem Asienübergang entgegen. Um 18.30 Uhr überschreitet das dritte Bataillon an der Spitze der 5. Kompanie die Asien. Eine von den Pionieren gebaute Brücke ermöglicht uns das Überschreiten. Links der Asien geht der Marsch weiter. Vor uns zwei Kompanien des ersten Bataillons, welche den Auftrag haben, links der Straße Chanoillon-Sauson vorzugehen. Auf der Straße liegt schweres feindliches MG-Feuer. Ein direkter Vormarsch ist daher nicht möglich. Das Bataillon macht halt. Unser Kompaniechef befiehlt nach links umfallen. Der Bataillonskommandeur und der Kompaniechef begeben sich nach vorne. Schon hier pfeifen uns feindliche Infanteriegeschosse um die Ohren. Nach einigen Minuten kehren die Offiziere zurück. Ein Kompaniemelder ruft Oberleutnant Munzel: Befehl an die Züge, Zugführer zu mir. Auftrag: Kompanie durchkämpft das rechte vor uns liegende Waldstück. Einsatz der Züge im Gelände. Angriffsstreifen des ersten Zuges vorne links. Angriffsstreifen des dritten Zuges von rechts, der zweite Zug steht in Reserve. kompanie bleibt in meiner unmittelbaren Nähe. Züge übernehmen. Wir greifen um 20 Uhr an. Genaue Zeit 19.55 Uhr. Nach wenigen Minuten rollt der Angriff. Die Nerven aufs Äußerste angespannt, erreichen wir den Waldrand. Vom Feinde noch nichts zu sehen. Wir sind bis zu einem Querweg gekommen. Rechts von uns eine Kreuzung. Vom Feind ist noch immer nichts zu sehen. Die eingeteilten Beobachter schauen dauernd in die Baumkronen. Plötzlich ruft ein Kamerad hinter uns: "Auf der Kreuzung Franzosen!" Und schon geht das Geknatter los. Die Franzosen ziehen sich zurück. Es beginnt dunkel zu werden. Für einen Augenblick lässt das Feuer nach. Der Kompaniechef ruft dem Kompanietrupp zu, der sich in seiner Nähe befindet. Verbindung zu den Zügen halten. Es wird von Minute zu Minute dunkler. Das heißt, die Augen nochmal so weit offen halten, wie es geht. Der Kompaniechef liegt fünf bis zehn Schritt links von mir. Vor ihm im hohen Gebüsch entdecke ich drei bis vier Franzosen, welche die Köpfe über das Gebüsch heben und auf seine Schulterstücke schauen. Die Pistole hingehalten. Erschrocken ziehen sie sich zurück. Plötzlich ein wildes Feuer am rechten Flügel. Der dritte Zug steht im Kampf. Aus allen Läufen krachen die Schüsse. Es ist schon sehr dunkel geworden. Das Feuer lässt wieder nach. Der Feind scheint sich an den anderen Waldrand zurückzuziehen. Das Angriffsziel der Kompanie ist erreicht. Der Kompaniechef ruft: Kompanie Trupp, Befehl an die Züge, die Züge sammeln auf dieser Straße. Die Melder wetzen von Zug zu Zug. Die Führer der beiden ersten Züge sind erreicht. Die Zügel sammeln sich in wenigen Minuten auf der befohlenen Straße. Eine Gruppe des ersten Zuges fehlt. Vom dritten Zug ist ebenfalls nicht zu sehen. Immer noch hören wir am rechten Flügel vereinzelt Schüsse. Mit einem Melder begebe ich mich zum dritten Zug. Wir stoßen auf eine schwarze Gestalt, die sich uns nähert. Wer da? Hier Zugmelder des dritten Zuges. Der Ort, der dritte Zug sammelt sich. Nach wenigen Minuten steht die Kompanie wie befohlen auf der Straße. Jedoch fehlt noch eine Gruppe des ersten Zuges, die noch vorn rechts im Kampf verwickelt ist. Die Kompanie marschiert die Straße lang, um den fliehenden Feind nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Das Waldstück muss vom Feinde restlos gesäubert werden, um den Vormarsch des Bataillons auf der Straße nach Ancy zu sichern. Auch muss die Gruppe des ersten Zuges im Kampfe unterstützt werden. Der Gegner hat inzwischen eine neue Aufnahmestellung bezogen und in diese wahrscheinlich noch Reserven zugeführt. Dort schlägt uns starkes MG Feuer entgegen. Neuer Auftrag, Kopper die greift an. Erster Zug von links, zweiter Zug von rechts, dritter Zug in Reserve. Zur Unterstützung ein Zug der 8. Kompanie unter Führung des Leutnants Lohan. Es ist stockdunkel. Der Angriff beginnt. Die Geschosse flitzen einem um die Ohren. Das Feuer wird auf beiden Seiten stärker. Befehl an den dritten Zug. Der Zug greift frontal an. Es entsteht ein wildes Gefecht. Die Zeit ist weit vorgerückt. Die Uhr zeigt die zwölfte Stunde nachts. Allmählich sind einige Teile der Franzosen niedergekämpft. Feindliche Genester durch die vom Bataillon eingesetzten Pack außer Gefecht gesetzt. Viele Franzosen haben sich unter dem Schutze der Dunkelheit zurückgezogen. Nach kurzer Zeit ist kein Schuss mehr zu hören, nur feindliche Artillerie jagt ihre Granaten über uns hinweg. Wir hören auch die starken Abschüsse unserer eigenen Artillerie, die ununterbrochen feuert. Der Feind ist geschlagen und zurückgegangen. Unser Auftrag ist damit erfüllt. Ein gefangener Schweizer sagt im guten Deutsch aus, dass wir einem Bataillon gegenüberlagen, von dem zwei Kompanien sich taktisch zurückgezogen haben um billy zu verteidigen. Hartes Waldgefecht bis 24 Uhr. Die ersten Verwundeten. Oberschütze Schäfer, Oberschütze Zimmer, außerdem durch Granatsplitter beim Tross, Oberschütze Kurka. Über das Waldgefecht berichtet Unteroffizier Goletz: Bis an die Straße, die quer den großen Wald durchschneidet, ist der Wald durchkämpft. Die Beute ist mager, doch einige Gefangene sind in unserem Besitz. Schnell sammelt wieder die Kompanie und zieht die Straße abwärts, um sich beim Bataillon einzufedern. Doch das rechte Waldstück scheint nicht ganz sicher. Unser natürliches Empfinden wird verstärkt durch die Aussage eines Gefangenen, die besagt, dass in diesem Waldstück noch größere Feindmengen sich stauen. Kurz entschlossen befiehlt unser Kompanieführer und Offizier Goletz, Sie gehen mit ihrer Gruppe ungefähr 100 Meter hier in den Wald hinein und stellen fest, ob noch mehr Feinde vorhanden sind. Mann neben Mann, das Seitengewehr aufgepflanzt, die rechte Hand am Sicherungsflügel. So treten sie in den Wald, damit zugleich die rechte Flanke der Kompanie gesichert werden kann. Wir brechen uns durch das dichte Geäst hindurch, verringern die Abstände, denn zu schwer lastet die Abenddämmerung über uns. Scharf ist das Auge nach vorne und oben, nach rechts und links gerichtet. Links, Franzosen! ruft plötzlich Obergefreiter Cyrus mir zu. Volle Deckung. Ich beobachte, ziehe mein Glas zur Hilfe, doch schlecht zu erkennen ist, ist es Feind oder ist es kein Feind? Ja, versichert Cyrus, ich erkenne Sie am Vorgehen. Das ist die tschechische Art. Nun hört man auch die Kommandos. Ja, das sind Franzosen. In unserer linken Flanke kommen sie in einem hohen getreidefelde das sich längs des waldes hinzieht auf uns zu es mögen acht bis zehn mann sein wir machen links um und schleichen uns bis an den waldrand vor sechs meter noch etwa ist der feind von uns entfernt und nun feuer frei die feuersalve bringt den gegner zum stehen doch er öffnet von sich aus ebenfalls sofort das feuer es ist jedoch schon zu düster geworden um ihn klar erkennen und vernichten zu können durch ständiges Feuer halten wir den Gegner nieder. Ufts Gebauer hat sich inzwischen mit seinem Zugtrupp Herrn gearbeitet, um unsere Feuerkraft links zu verstärken. Stopfen! ruft Leutnant Bernd und zum feine gewandt. woon prisonniers. Wir halten das Feuer an, doch der Gegner zielt weiter. Scheint es nicht, als kommt diesmal das Feuer rechts aus dem Walde? Vor uns der Gegner ist eingeschüchtert. Wer aber liegt denn rechts von uns? Keine Sicherung. Ich befehle dem Oberschützen Schäfer, ein Kerl mit treuer Pflichtauffassung, etwas weiter nach rechts zu gehen und zu beobachten. Doch kaum hat er sich aufgerichtet, stöhnte er auch schon in seinem Blute liegend. Hüftschuss. Leider ist die Verwundung so schwer, dass, obwohl die Sanitäter sich um ihn bemühen, er fünf Tage später stirbt. Was ist zu tun? Wir müssen liegen bleiben, obwohl wir hier am Waldrand dem Feind ein gutes Ziel bieten. Unsere Stellung halten. Ich fordere Verstärkung am rechten Flügel an. Die vierte Gruppe wird eingesetzt, doch bald wird auch Oberschütze Zimmer durch einen Fußschuss verwundet. Inzwischen liegt schwarz schon die finstere Nacht über uns. Unsere Stellung aber müssen wir behaupten, damit das Bataillon seinen Vormarsch auf der Straße nach Ancy unbehindert fortsetzen kann. Von zwei Seiten, also mit feindlichem Feuer behagt, halten wir Stand. Das Bataillon marschiert seinen gesicherten Wege vorwärts. Stolz, den Vormarsch des Bataillons gewährleistet zu haben, können wir uns nach erfülltem Auftrage vom Feinde lösen. Unsere verwundeten Kameraden, die ersten unserer Kompanie, schaffen wir fort zum weiteren Abtransport. Aber an der Straße soll der Gegner nochmals merken, dass wir da sind. Durch einen überraschenden Feuerüberfall zwingen wir ihn nieder, dann folgen wir auftragsgemäß dem Wege des Bataillons und bilden seine Nachspitze. Nachdem der Feind im Walde niedergehalten, der Vormarsch des Bataillons auf Ancy gesichert ist, marschieren wir mit unseren Gefangenen auf den Rastplatz, bilden im Bataillonsrahmen ein Igel und schlafen kurz in den schnell aufgeworfenen Schützenlöchern. Aufzeichnung des Infanterieregiments 189 5. Kompanie, Frankreich Feldzug. Teil 4, 8. 6. 1940, A.C. Grauer Himmel verdeckt auf weitere Sicht den Ausblick, als wir um 5 Uhr durch das MG-Feuer des Zuges Menzel, 8. Kompanie, geweckt werden. Wir müssen uns erst die Kälte aus den Gliedern schütteln, doch eilig machen sich die Züge fertig und sind einsatzbereit. Es beginnt ein heißer Kampftag für die Kompanie und das Bataillon, welches heute vorderster Keil der Armee ist. Ohne warmen Kaffee und ohne Zeit fürs Frühstück greift die fünfte Kompanie an. Die Nebelwand schwindet, die Sommersonne brennt ab 6.30 Uhr auf das Gehöft, ein Kilometer südlich Ancy, um das bald ein hartnäckiger Kampf entsteht. Zischendes Pfeifen der Gewehrkugeln, ratterndes schweres Maschinengewehr, Abschüsse und Einschläge von Granaten, leichter und schwerer Artillerie. Das ist die Begleitmusik für uns den ganzen Tag hindurch. Befehle kommen, Melder gehen, Sanitäter und Krankenträger tun im scharfen Kugelregen ihre Pflicht. Hin und her, vor und zurück. Ein stetes Hasten und Jagen. Auf, Marsch, Marsch, hinlegen, einzeln vorarbeiten, Feuerschutz übernehmen und so weiter. Jetzt können wir anwenden, was wir in langen und kalten Wintertagen in Neuhammer lernten, was in Rotwasser vertieft wurde. Der Kompaniechef in vorderster Linie leitet den Angriff, den die Zug- und Gruppenführer ohne Zagen vortragen. Es wird Mittag, Minute um Minute verrinnt. Die Sonne des Westens brennt. Nirgends gibt es Schatten, nirgends Wasser. Verbissen trotzen wir dem immer von neuem angreifenden Gegner. Da rollen französische Panzer an. Ihr Feuer ist gut gezielt. Wo bleiben unsere Flieger? Kommen sie nicht uns zu helfen? 14 Uhr. 15 Uhr. Endlich Flieger. Große Kreise ziehen sie um unser Kampffeld. Näher, näher. Nun wird der Feind in Deckung gehen müssen. Doch was ist das? Blau-weiß-rot ist ihre Kokarde. Franzosen! Schon rasseln die Gaben auf uns herab. Die Bomben fallen zu weit vor uns, als sie uns treffen könnten. Nur Splitter erreichen uns. Treffen? Nein. Kurz nach dem Fliegerangriff erscheinen unsere eigenen Vögel. Zu spät. Um 18 Uhr ist der Feind trotzdem aus dem Feld geschlagen. An der Feldscheune des Gehöfts liegen die toten französischen Kämpfer. Sie haben sich tapfer gehalten. Wir stellen 15 Verluste fest, darunter unser lieber Oberfeldwebel Lux. Hier ihre Namen: Oberfeldwebel Gustav Lux, Gefreiter Johann Hansmann, Gefreiter Paul Beckers, Gefreiter Franz Schneider, Gefreiter Erwin Bartstieder, Obergefreiter Franz Gebauer, Gefreiter Georg Mika, Schütze Franz Böhm, Oberschütze Wilhelm Kluger, Oberschütze Rudolf Hampel, Oberschütze Hans Zimmer, Schütze Wilhelm Blaschke, Oberschütze Alois Sokup, Oberschütze Otto Popp und Gefreiter Hermann Jahn. Ein harter Tag. Zäh kämpfte der Feind. Verbittert griffen wir an und zwangen ihn zur Flucht. Ein verwundeter Feldwebel sagte aus, dass wir einem französischen Ausleseregiment gegenüberlagen. Es war das Infanterieregiment 73, welches den Auftrag hatte, die Asienstellung als letzte Verteidigungslinie unbedingt zu halten. 14 Tage lang hatte sich der Gegner auf diesen Kampf in unserem Abschnitt eingerichtet. Er kannte das Gelände, war eingegraben, hatte Reservestellung. Die Artillerie war auf die einzelnen Geländepunkte genau eingeschossen. Wir haben ihn trotzdem geworfen. Dieser Tag wird als besonderer, ehrenvoller Tag in die Geschichte des Regiments 189 eingehen. Am Abend gibt es endlich Wasser und etwas zu essen. Französische Flieger suchen uns nochmals auf. Zwei davon werden durch unsere Flak abgeschossen. Deutsche Staffeln verjagen die übrigen. Müde und abgekämpft schlafen wir in unseren Erdlöchern unter dem schützenden Feuer der Artillerie. Der Donner der Geschütze kann unseren wohlverdienten Schlaf nicht stören. Über das Gefecht bei Asi füge ich Berichte ein von je einem Angehörigen der Züge. Erster Zug Feldwebel Gebauer. Nachdem wir am 7.6.1940 den Asienübergang erzwungen hatten und nach einem heftigen Waldgefecht zwischen Asien und der Fummerstraße das Bataillon auftragsgemäß auf dieser weitermarschierten Erreichten wir den Ort Assi. Auf den Höhen südlich Assi gruben wir um Mitternacht schnell unsere Schützenlöcher und gingen in diesen todmüde zur Ruhe über. Aber bereits um 4 Uhr morgens wurden wir durch heftiges MG und Gewehrfeuer geweckt. Der Feind greift an. In kurzer Zeit steht das ganze Bataillon abwehrbereit. Nun stellt der Feind plötzlich das Feuer ein. Der Bataillonskommandeur, Herr Hauptmann Angesüht, entschließt sich zum Angriff. Die fünfte Kompanie, als linke Seitensicherung des Bataillons eingesetzt, erhält, nachdem der Feind erneut und drängende angreift, den Auftrag, eine neue Stellung zu beziehen, die frontal zum Gegner liegt, mit dem Auftrag, unbedingt zu halten. Unser Zug wiederum erhält vom Kompanieführer den Befehl, den Kompanieabschnitt am weitesten rechts zu halten. Der Kompanieführer begibt sich mit dem zweiten und dritten Zuge in einem Abschnitt links von uns. Eine direkte Verbindung zwischen dem ersten Zug auf der einen Seite und dem zweiten Zuge auf dem anderen Abschnitt ist unmöglich. Doch dann wird durch Melder die Verbindung aufrechterhalten. Die erste und zweite Gruppe des ersten Zuges wird am rechten, die dritte Gruppe und die vierte Gruppe am linken Flügel eingesetzt. In der Mitte liegt der Zugtrupp. Von einer 400 Meter entfernten Scheune, an der mehrere Eisenbahnwagen stehen, erhalten wir sehr starkes, schweres MG-Feuer. Bald erscheinen auch feindliche Flieger, die uns von oben mit Geschossen eindecken. Der Bataillonskommandeur in unserer nächsten Nähe fordert beim Regiment schwere Waffen an. Wir hören das Gespräch mit. Der Feind wird zurückgeschlagen, sammelt sich, durch das Gelände außerordentlich begünstigt, welches hinter dem Feinde abfällt und von uns nicht eingesehen werden kann, und kommt immer wieder erneut vor. Wie wir später durch Gefangene erfahren, handelt es sich um einen zahlenmäßig überlegenen Gegner, französische Gebirgsjäger, die den Auftrag hatten, die Arceau-Linie unter allen Umständen zu halten. Unser rechter Flügel, geführt von Unteroffizier Golletz, hält das feindliche SMG Feuer nieder, während links von Ufts Gebauer die jetzt an der Eisenbahnlinie aufgetauchten SMG erkannt und durch gut gezieltes Feuer zum dauernden Stellungswechsel gezwungen werden, was durch die gute Deckung hinter dem Eisenbahndamm möglich ist. Inzwischen haben wir die erbetene Unterstützung erhalten. Packgeschütze, zwei schwere MGs, eine Gruppe Granatwerfer, die ein gut geleitetes und gut wirkendes Feuer eröffneten. Leutnant Bernd und Ufts sitzen jetzt abwechselnd am Scherenfernrohr und leiten das SMG-Feuer. Unsere Artillerie greift nun auch ein. Die Granaten sitzen gut. Wenn nach dem Einschlag derselben der franzmann wieder weiter zu laufen versucht setzt unser mg feuer ein der feind beginnt auf dem rechten flügel stark zu wanken, während unser schernfernrohr aus der linken flanke stark behakt wird das pfeifen der feindlichen mg gaben wird stellenweise sehr laut aber unser auftrag heißt halten und der wird auch durchgeführt das lang andauernde gefecht hat unsere ganze Munition verschlungen. Das Heranbringen von neuer Munition wurde erforderlich. Dies wurde trotz heftigen MG-Feuers durchgeführt und wir konnten mit Zuversicht dem für den späten Nachmittag vom Regiment angesetzten Angriff entgegensehen. Auch Handgranaten wurden über die bereits vorhandene Menge herangebracht, sofort scharf und fertig gemacht und durch die Zugmelder an die Gruppen verteilt. Währenddessen trugen Hilfskrankenträger die Verwundeten an uns vorbei zum Truppenverbandsplatz. Inzwischen war es 14 Uhr geworden. Die Kompanie hatte über 24 Stunden nichts zu essen bekommen. Aus der Küche, die rückwärts beim Trost stand, wurde nun mal Verpflegung nach vorne gebracht und den Männern während des Gefechts Essen zugeführt. Unser Spieß, der den größten Teil des Gefechts bei uns mitmachte, nahm die Verteilung vor. Die Kugeln pfeifen das Konzert langsam zu Ende. Keine Gruppe ist auch nur ein Schritt gewichen, weder bei uns noch bei den anderen Zügen der Kompanie. So wird das Gefecht gegen 16 Uhr entschieden. Wir haben gesiegt. Der Feind flieht weiter. Die fünfte Kompanie hat ihren Kampfauftrag erfüllt. Bericht vom zweiten Zug: Unteroffizier Steffen. Es mochte kurz nach Mitternacht gewesen sein, als unsere Kompanie sowie der Tross als Ende des zweiten Bataillons nach starker Steigung vom Asiental aus das Dorf Assi erreichte. Der nächtliche Himmel wurde vom feindlichen Artilleriefeuer erhellt. Einzelne Brände leuchteten links am Flusstal auf, aus welchem zu schließen war, dass auch im Nachbarabschnitt gekämpft wurde. Unerklärlich ist uns, dass wir am Dorfeingang auf ein eben frisch ausgebranntes französisches Panzermodell stießen. Denn vor uns waren keine deutschen Truppen. Also muss er einem eigenen Unglück zum Opfer gefallen sein. Seine Eisenteile sind noch glühend heiß. Wir waren ziemlich mitgenommen, hatten wir doch erst am Abend die ASEAN unter Artilleriefeuer überschritten und noch dazu bis 12 Uhr nachts einem vom Feind besetzten Wald durchkämmt. Wir passierten das stille, verlassene Dorf. Auf freiem Felde mit klebrigen Lehmschollen gruben wir uns ein. Das Bataillon bildete eine Igelstellung, die Fahrzeuge in die Mitte nehmend. Die dunkle Nacht ließ nur rechts einen Wald erkennen, aus dem sich der Feind meldete. Eigentlich ein ideales Gelände für feindliche Panzerangriffe, äußerte jemand. Unsere Feldwachen, die durch schwere MG-Gruppen der 8. Kompanie verstärkt waren, wurden alsbald beschossen aber wir schliefen zunächst den tiefen Schlaf des Lanzers, nur mit der Zeltbahn zugedeckt. Gegen 5 Uhr früh verstärkte sich das feindliche MG-Feuer, und die unsrigen antworteten, so dass man erkennen konnte, dass ein feindlicher Angriff bevorstand. Gegen 5.15 Uhr 15 bekam unser zweiter Zug den Auftrag, links der aus dem Dorf Ancy kommenden Straße in südliche Richtung anzugreifen. Rechts von uns Zug Lux, unser Befehl lautete: Zug Ronhard erreicht das vor uns liegende Gehöft und schießt beim Eintreffen weiße Leuchtkugeln ab. Mit zwei sicheren Voraus gingen wir im Zugkeil vor durch taunasses Getreide. Gleichzeitig näherte sich Zug Lux einer an der genannten Straße liegenden Feldscheuer, die im Laufe des Gefechts hellen Flammen aufging. Aus dem Gehöft, das wir erreichen sollten, und das sich als ein ausgebranntes Haus mit Stein- und Erdhaufen herausstellte, schlug uns im Gehfeuer entgegen, das aber bei unserem Anrücken aufhörte. Offenbar hatte hier ein Gefechtsvorposten das Feld geräumt. Die Besetzung der Ruine wurde so befohlen. Gruppe Mosler besetzt die Ruine, Gruppe Kalivu übernimmt Feuerschutz. Da die Ruine selber vom Feind frei war, rückten alle übrigen drei Gruppen alsbald nach. Sofort setzte von drei Seiten aus heftiges, schweres MG-Feuer der Feinde ein, die offenbar das Gebäude gut eingezielt hatten und uns wieder herauswerfen wollten. Das Eingraben und Tarnen der schweren MG-Nester war so geschickt, dass wir sie trotz größter Mühe nicht ausmachen konnten. Ich hatte mit einer Gruppe den Auftrag bekommen, das Gelände nach rechts zu beobachten. Ich nahm wahr, wie der Gegner nach anfänglichem Zurückgehen aus einer gut gedeckten Mulde immer wieder neue Verstärkungen nach vorne brachte, besonders an der brennenden Scheune. Plötzlich tauchten feindliche Tanks auf, die wahrscheinlich auf Weisung der uns beobachtenden MG-Schützen das Feuer auf uns eröffneten. Die Einschüsse aus 100 und 150 Meter Entfernung saßen sehr genau. Steinbrocken und Granatsplitter schlugen uns um die Ohren. Der Zugführer forderte alsbald eine schwere MG-Gruppe an. Es erwies sich aber, dass über eine solche nicht mehr verfügt werden konnte. Die ersten Verletzten wurden nach hinten geschafft. Nach etwa anderthalb Stunden bekamen wir direkt vom Bataillon den Befehl, uns zurückzuziehen, da die Gefahr der Abschnürung immer größer wurde. Die Unteroffiziere Ronhard und Steffen sowie zwei Schützen deckten das Zurückgehen des Zuges. Da das Feuer zunahm, mussten wir stellenweise kriechen. Ich beobachtete durch das Glas, wie rechts von uns der Feind etwa in Zugstärke durch Unterstützung des Feuers seiner Tanks in der Höhe des brennenden Gehöfts in Stellung ging, um Zuglux anzugreifen. Der Plan unseres Zugführers? Flankierend anzugreifen, musste aufgegeben werden, da das feindliche Feuer uns zudeckte. Im Zurückgehen erreichte uns der Befehl des Kompaniechefs, die alte Stellung zu halten. Hier müssen sich die Befehle des Bataillons und der Kompanie gekreuzt haben. Dem letzten Befehl zufolge hatte Unteroffizier Ronhardt die Ruine erneut besetzt. Zwei Gruppen ließ er, da auch ihm die Gefahr der Abschnürung zu groß erschien, auf dem alten Standpunkt zurück mit dem Auftrag, das erneute Vorgehen unter Feuerschutz zu nehmen und die linke Flankensicherung zu übernehmen. Da ein Einsatz des ganzen Zuges sehr gewagt war, ergab sich sehr bald, denn auch die wieder nach vorn gezogenen Gruppen konnten sich nur noch kurze Zeit in der Ruine halten, da das konzentrische Feuer des Gegners sich auf das Gebäude eingeschossen hatte. Kurze Zeit später machte der Zugführer mit einigen Männern der Gruppe Kalivo und der Gruppe Seliger ein Stroßtrupp unternehmen mit dem Ziel, die auf die Ruine schießenden mg der Franzosen ausfindig zu machen. Dabei galt es, eine Anhöhe kriechend zu überwinden und sich einer weiter links stehenden Feldscheune zu nähern. Gegen 11 Uhr erkannte der Zugführer, dass ein Vorwärtskommen unmöglich war, weil der vor ihnen liegende Geländeabschnitt unter Beschuss unserer eigenen Granatwerfer und SMGs lag. Der Schütze Zeitler überbrachte in der überraschend kurzen Zeit von 30 Minuten hin und zurück zum Kompaniegefechtsstand, meistens kriechend, die Meldung: Ab 11.30 Uhr sollen eigene Truppen das Feuer einstellen. Aber das Feuer hörte nicht auf. Die Einschüsse lagen 10, 15 Meter vor unseren Truppen. Nachdem drei SMG-Nester klar ausgemacht waren, zogen sich die Stoßtrupps gegen 1 Uhr zurück. Die Sonne brannte erbarmungslos auf uns nieder. Es gab keine Spur von Schatten. Seit Stunden waren wir ohne einen Tropfen Wasser. Seit über 24 Stunden ohne Essen. Von unseren letzten Märschen brannten uns die Füße in den Stiefeln. Über uns sausten die Granaten der feindlichen Artillerie, die unseren Trost beschoss. Gegen 14.30 Uhr bereitete das Regiment den Angriff vor. Munitionsträger und Essenholer mussten unter starkem Feuer, geduckt und kriechend, schwer beladen ihren Weg überwinden. Wir sahen oft sehnsüchtig nach oben. Wo blieben denn unsere Stukas? Aber kommen sie nicht schon? Nein, diesmal sind es nicht unsere. Wir zählen vielmehr einige französische Flieger, die über uns ihre Kreise ziehen und das Dorf, unseren Tross und uns lebhaft beschießen. Zur verabredeten Stunde wird der Angriff vorgetragen. Als erstes Angriffsziel ist die Feldbahnlinie Höhe Ruine Brennendes Gehöft befohlen. Auch wir gehen erneut vor, stecken uns die Taschen voll Munition und laden erneut unsere Gewehre durch. Schwerverwundete, darunter Oberfeldwebel Lux und Gefreiter Jahn, werden nach hinten getragen. Wir arbeiten nur mehr nach Zeichen, denn wir befinden uns in Rufnähe des Feindes. Aber wo hat sich der Feind jetzt festgesetzt? Sein MG-Feuer ist allmählich verstummt. Sein MG-Feuer ist allmählich verstummt. Die französische Artillerie ist durch unser Bataillon zum Schweigen gebracht. Auch die kurz vor dem Angriff schießenden Granatwerfer sind durch unsere eigenen Granatwerfer, die kurz hinter uns stehen, erledigt worden. Motorengeräusch im gedeckten Grunde gab uns zu erkennen, dass es sich bei ihm um eine schnelle Truppe handelte. Die ihre Wagen bestiegen hatte und nun nach Süden zurückfluteten. Gefangene, die zum Teil verwundet waren, sagten aus, dass es sich bei dem 73. Infanterieregiment, dem wir gegenüberlagen, um eine aktive Elitegruppe handelte, mit dem Auftrag, die Bildung eines Brückenkopfes südlich der Asien unter allen Umständen zu verhindern. Hierzu waren größere und befestigte Stellungen seit Tagen vorbereitet und bezogen worden. Wir schätzen ungefähr allein zehn bis zwölf schwere MG-Nester in unserem Kompanieabschnitt lagen uns gegenüber. Nach Eindringen in die feindlichen Stellungen konnten wir jetzt feststellen, wie groß die Verluste der Franzosen gewesen sind. Eine Unzahl toter Franzosen bedeckten das Schlachtfeld und die Straßenränder. Wir sammelten auf der Straße, die nach Ancy zurückführte. Die Sicherung des Abschnitts wird vom ersten Bataillon übernommen. Verluste werden bei uns festgestellt. Trotz der sehr erheblichen Kämpfe, die den ganzen Tag über angedauert haben, hat unser Zug nur vier Verwundete. Zimmer Hans, Blaschke, Pop und Schneider Franz. Über den Erfolg des Tages sehr zufrieden, gehen wir in ein hohes Getreidefeld zur Ruhe über. Was besagt das, dass wir zum Umfallen müde sind, dass noch zwei oder drei feindliche Flieger über uns kreisen? Das Gefecht ist für uns gewonnen. Am Abend graben wir wieder schützend Mulden. Gegen 21 Uhr ziehen etwa 20 Stukas über uns ihre Kreise. Ich muss mit meiner Gruppe auf Feldwache, um den Schlaf meiner Kameraden zu überwachen, denn der neue Tag ruft uns zu neuen Taten. Bericht des dritten Zuges. Gefreiter zeck in den Abendstunden des 7. Juni 1940 hat unsere Bataillon die Asien erreicht. Noch am Nachmittag desselben Tages lag der Franzmann gut verschanzt am gegenüberliegenden Ufer und seine Artillerie trommelte auf die von unseren Pionieren errichtete Brücke. Nun ist diese doch passierbar, denn augenblicklich herrscht Ruhe. Nach dem Übergang über den Fluss säubern wir noch ein Waldstück, in dem sich versprengte Franzosen versteckt halten. Und setzen dann unseren Vormarsch über Assi fort. Zuweilen dringt das scharfe Knattern feindlicher MGs an unser Ohr. Ringsum am Horizont erhellen die Flammen zahlreicher in Brand geschossener Häuser das Dunkeln der Nacht. Nach Mitternacht bleibt das Bataillon liegen. Die fünfte Kompanie hält den Auftrag, auf einer Anhöhe, etwa zwei Kilometer hinter dem Dorf Arcee in Stellung zu gehen und sich einzugraben. Ununterbrochen in gleichmäßigen Abständen sendet unsere Artillerie ihre eisernen Grüße in Form von heulenden Granaten hoch über unsere Köpfe hinweg zum Gegner hinüber. In den frühen Morgenstunden des 8. Juni weckt uns ein heftiges feindliches MG und Gewehrfeuer aus dem unruhigen Schlaf. Bald können wir feststellen, dass wir durch unseren Vormarsch einen ziemlich tiefen Keil in die Stellung des Feindes getrieben haben, und dieser uns nun von links und rechts mit MG-Gaben bestreicht. Von vorn bekommen wir aus einer brennenden Scheune und aus einem weiter links davon stehenden zerschossenen Gutshof starkes Feuer. Es sind zwei gut getarnte MG-Nester. Der dritte Zug unter Führung von Oberfeldweber Lux hat den Auftrag, gegen dieselben vorzugehen und sie auszuheben. Der Gegner, unsere Absicht bald erkennend, will sie durch verstärktes MG-Feuer zunichte machen. Ein Pfeifen und Schwirren ist in der Luft, als wären Millionen von Bienen ausgeschwärmt. Oft nur wenige Zentimeter vor oder hinter uns schlagen die kleinen Geschosse in die lockere Erde des Ackers, eine leichte Staubwolke hinterlassend. Doch unentwegt gehen wir in Schützenkette vor, zeitweise im hohen Weizenfelde Deckung suchend. Schon sind wir in Höhe der noch immer in Flammen stehenden Scheune, als wir oben aus dieser Richtung heftiges Flankenfeuer erhalten. Sofort entschließt sich der Zugführer, gegen dieses MG-Nest vorzugehen. Selbst aus seiner Maschinenpistole unablässig feuernd geht er mit einigen Männern ran. Ein mutiger kriecht heran, wirft seine Handgranate in die Scheune, und gleich darauf kommen sieben bis acht Franzosen mit erhobenen Händen und ohne Waffe hinter der Scheune hervor. Sie tragen trotz der Hitze ihre Mäntel, und gar kläglich und zugleich beteuernd klingt ihr unzählige Male wiederholtes Kamerad, Kamerad. Sie werden nach hinten abgeführt. Plötzlich beim weiteren Vorgehen stößt unser Zugführer einen leisen Schrei aus. Von zwei Kugeln getroffen, bricht er zusammen. Gleich darauf werden auch der erste und zweite MG-Schütze, die mit ihm gingen, verwundet. Sie müssen ihre MG im Stich lassen und schleppen sich zurück. Soweit wir vorne entbehrlich sind, eilen wir zu unserem verwundeten Zugführer und mühen uns um ihn. Nachdem ihm ein Verband angelegt ist, tragen ihn drei Mann in einer Zeltplane aus dem unmittelbaren Bereich des feindlichen Feuers, so weit, bis die Hilfskrankenträger mit der Trage erscheinen. Dann eilen sie wieder nach vorn, denn vorne da ruft die Pflicht. Inzwischen hat das feindliche Feuer nachgelassen, da der Gegner unablässig türmt, der Rest des dritten Zuges liegt vor der Straßenkreuzung und vernimmt mit größtem Bedauern die Kunde von der Verwundung des Zugführers. Doch wird durch diesen traurigen Umstand keinesfalls das Vorgehen innerhalb der einzelnen Gruppen beeinträchtigt, denn der bisherige Stellvertreter des Zugführers, Unteroffizier Niesner, gibt sogleich bekannt, dass er mit diesem Augenblick die Führung des dritten Zuges übernommen hat. Weiter geht der Kampf. Wir sind bereits an der Straßenkreuzung angelangt, als plötzlich vorne auf der Straße einige feindliche, leichte Panzerwagen auftauchen. Immer näher und näher kommen sie angeknattert. Doch an der Kreuzung macht der erste unversehens kehrt und die übrigen folgen. Jetzt können wir auch ihre Anzahl feststellen. Es sind ihrer mehr als ein Dutzend. Das feindliche Feuer ist nun völlig verstummt. Und vom Feinde nichts mehr zu sehen. Gegen Abend kann man nun unsere Kompanie auf einer Wiese hinter der so heiß umkämpften Straßenkreuzung zur Ruhe übergehen. So wurde, wie an allen Frontabschnitten, auch hier jenseits der Asien der Feind trotz harter Gegenwehr durch unser unverzagtes Vorgehen und dank des schneidigen und mutigen Einsatzes unserer Zugführer zum Rückzug gezwungen. Aufzeichnung des Infanterie Regiments 189, 5. Kompanie, Frankreich Feldzug. Teil 5. 9.6.1940 Die hochstehende Sonne weckt uns. Gute Feldküchenverpflegung gibt uns Stärkung. Waffen reinigen. Besuch der Gräber der gefallenen Kameraden. Der Regimentskommandeur erkennt die tapfere Haltung und die gestrige Leistung des Bataillons vor seinem Zugführer an. 19 Uhr Abmarsch. An der Vormarschstraße sehen wir nochmals die gut angelegten und durchdachten Verteidigungsstellungen des Feindes. Spuren der schnellen Flucht beiderseits der Straße sind überaus zahlreich. Weiter geht es über Droisy und Rosoy. 10.06.1940 Im Waldstück, ein Kilometer nordostwärts, O'Chi, gehen wir am Morgen zur Ruhe über. Mit der Zeltbahn umhüllt, sinken wir in tiefem Schlaf nach diesem anstrengenden Nachtmarsch durch zum Teil brennende Dörfer. Die feindliche Artillerie singt uns das Schlummerlied. 30 Kilometer ostwärts unserer Straße liegt der Wald von Compigne. Hier wurde in einem D-Zug-Salonwagen am 11.11.1918 den deutschen Unterhändlern von dem Oberbefehlshaber der alliierten Armeen, Marschall Foch, ein ehrenvoller Friede versprochen. Was darauf folgte, war kein Friede, sondern die schmachvollste Erniedrigung Deutschlands. Die Waffenstillstandsbedingungen waren das erste Glied der Kette. Der Versklavung Deutschlands. Wer ahnt von uns, dass in acht Tagen der Führer am selben Ort diese Schmach auslöschen würde? Um 14 Uhr setzen wir unseren Vormarsch über Bruni Rocourt fort. In bezou Saint-Germain schlagen wir um 21.30 Uhr unsere Zelte auf. Wiederum fallen wir förmlich hinein. Nachdem wir gut gegessen haben. Die Zugführer sitzen bei einer Flasche Wein beim Kompaniechef und besprechen politische Tagesereignisse und erhalten Weisung. Im hohen Bogen summen feindliche Artilleriegeschosse durch die Luft und detonieren weit hinter uns, plötzlich ein Rauschen und über uns eine starke Explosion. Feuer spritzt uns um die Ohren. Das galt uns. Saß aber zu kurz. Als wir in den Zelten liegen, ein ungeheurer Einschlag. Eisen und Erde prasseln auf die Zeltbahn. Am nächsten Morgen befindet sich sieben Meter neben dem Zelt des Oberleutnants ein vier bis fünf Meter tiefer Granattrichter von zehn Metern Durchmesser. Glück gehabt. Stimmen, den Rastplatz zu wechseln, wurden laut, aber wir blieben. 11.06.1940 Endlich können wir uns wieder mal in einem nahegelegenen Rinnsaal waschen. Leutnant Bernd geht von uns und wird Chef der Sechsten. Wir alle wünschen ihm Glück und Erfolg bei dieser hohen Aufgabe durch den Mund unseres Kompanieführers. Ein Sternlein fällt vom Himmel auf die Schulterklappe des Unteroffiziers Ronhardt. 14 Uhr Abmarsch über Epides und Truni, ins Waldbivak drei Kilometer nordwestlich Marne bei Saint-Père. Wir liegen unterwegs lange umher in Straßengräben, auf Feldern, Feldwegen und in Wäldern. Es regnet ein wenig. Der Marneübergang wird durch den Handstreich des Kommandeurs, Hauptmann von Petersdorf, bei Château-Thierry erzwungen und gesichert. 12.06.1940 Im strömenden Regen Einmarsch in Château Thierry, um die Straße zu säubern für die Durchfahrt zweier Panzerdivisionen. Wir entdecken ein Eierlager. Jeder Angehörige der Kompanie schlägt sich den Magen voll. 19 Uhr, Weitermarsch. Straßenverstopfungen. Da schlägt wie eine Bombe die Nachricht ein: Paris hat kapituliert. Unbeschreiblicher Jubel, freudigste Begrüßung der sich begegnenden Truppenteile. Wir marschieren mit verladenem Gerät und Gesang über die Mahne, den Fluss, um den unsere Väter wochenlang heiß rangen, an dem viel Blut beiderseits floss. In etang Sermon beziehen wir Quartier und halten seit langem wieder mal Betten. 13.06.1940 Doch leider geht es um 8 Uhr. Wieder weiter. 800 Meter marschieren wir um dann bis Mittag im Straßengraben zu liegen. Dort dann Waffen reinigen. Auf der Straße ziehen endlose Marschkolonnen motorisierter Verbände vorüber, denen wir am Tage vorher den Übergang erkämpften. Dann heißt es auch für uns Marsch. Über Nestes und Poitrée geht es in die Nähe von Montmirail. Dort Feldwache mit Unterstellung schwerer Waffen zum Schutz des Bataillons, da wir wieder der vordere Teil sind. Kommt endlich ein Ruhetag. Wir Kilometerfresser sind bis zum Stehkragen gesättigt. 14.06.1940. Aber nein, es geht weiter. Ruhelos in Flandern müssen wir wandern. Unsere tägliche Marschportion sind 40 Kilometer. Doch nie versagen die Kräfte. Nie ist Mangel an guter Stimmung. Die fünfte ist die einzige Kompanie, die singend alle Strapazen auf sich nimmt. Und wir haben wieder Glück. Wir nehmen einen Bataillonskommandeur, acht Offiziere, 15 Unteroffiziere und 37 Mann gefangen, die durch Parlamentäre ihre Stellung preisgeben. Wenn wir doch nur einen Tag Ruhe hätten, um einigermaßen Kräfte zu sammeln. Die Quartiere lassen diesen Wunsch zum Vater des Gedankens werden. 15.06.1940. Zusammengerissen Kameraden, ruft uns der Chef zu, als wir schon um 5 Uhr weitermarschieren müssen. Und es geht. Denn es muss. Den Übergang über die Seen lassen wir hinter uns, an diesem heißen Tag. Schweiß rinnt den ganzen Körper herunter. Staub setzt sich da drauf. Wir fallen in jeder Marschpause nach rechts um, suchen Schatten, der so selten ist. In Bobby wird auf freiem Feld biwakiert. Der Ort ist durch Artillerie und Flak besetzt. Wir Infanteristen bauen nach 40 bis 50 Kilometer Fußmärschen in den Staubschwaden noch am Abend todmüde unsere Zelte auf. Doch sind die anderen gute Kameraden, die von den Fahrzeugen Schokolade, Kekse und Zigaretten in unsere Marschkolonne werfen. 16.06.1940 wir ziehen rast und ruhelos weiter, unter Aufwand aller Kräfte und Energien. Marschkranke Kameraden werden auf Lastwagen verladen und wellenartig vorgeworfen. Fünf Departements haben wir bereits durchwetzt. Doch was jetzt vor uns verlangt wird, scheint menschenunmöglich. Da erschallt ein Lied, gleich Schritt, jeder strafft sich und wieder geht es weiter. Auf diesem Marsch begegnet uns ein Propagandawagen aus dem Lautsprecher heraus ertönen Märsche langsam fährt der kamerad am lenkrad und wir marschieren und marschieren und marschieren so sollte es immer gehen in villeroy beziehen wir endlich quartiere und brauchen den sandmann nicht mehr zu rufen für den mutigen einsatz am 8 .6. 1940 bei Orsi wird die Kompanie durch die Auszeichnung der Zugführer Leutnant Berndt, Oberfeldwebel Lux und Feldwebel Ronhard mit dem EK2 geehrt? Leider kann es dem Gefreiten Hermann Jahn nicht mehr überreicht werden, denn er ist am 9.06.1940 seiner schweren Verwundung erlegen. 17.06.1940 Und nochmals wird marschiert. Unsere Führer würden uns gerne eine Ruhepause gönnen. Doch wir müssen dem fliehenden Feind auf den Fersen bleiben. Wir hätten nie geglaubt, dass ein Mensch so viel aushalten kann. Des Führers Wort ist Wahrheit. Man kann alles, wenn man nur will. 54 Kilometer bringen wir hinter uns. Um 13 Uhr wollten wir das Mittagsziel erreicht haben. Und um 16 Uhr ist endlich Rast. Wir erkennen ein feindliches Schwein. Auch unser Koch weiß sich einzusetzen. Die nächste Mittagskost ist doppelt so fett. Als wir um 17.30 Uhr zur Nachspeise die restlichen 15 Kilometer marschieren, regnet es in dicken Fäden. Um 21.30 Uhr sind wir an unserem Bestimmungsort angelangt. melleroy Waschen und schlafen ist unser letzter Wunsch. Doch wer wäscht die Hasen? Wir freuen uns, dass wir schlafen können. Der Sieg ist nahe. Renan ist zurückgetreten. Marshal Pétain. Übernimmt die Regierungsgeschäfte und erklärt in einer Rundfunkansprache, dass Frankreich die Waffen strecken muss. 18.6.1940 über Saint-Maurice und La Bussière geht unser Weg. In einem Divisionsbefehl werden die Gründe für unsere jetzigen Gewaltmärsche auseinandergelehnt. Feind versucht, seine versprengten Reste jenseits der Loire zu sammeln und zu einer neuen Verteidigungslinie aufzustellen. Wir müssen ihn daran hindern. Daher diese letzte Kraftprobe. Und mit neuem Mut geht es weiter zur endgültigen Vernichtung auch der letzten Widerstandsnester. Wem wollen jetzt noch die Kräfte schwinden? Mit brennendem Herzen, zackigen Marschliedern auf den Lippen reißt die fünfte Kompanie wiederum ihre zig Kilometer herunter. Vordermann, Seitenrichtung. Ist durch dauernde Hinweise des Chefs zum Schlagwort geworden. Vor dem Loire-Übergang bei Saint-Brison werden die Geräte freigemacht. In der Ferne rattern MG, als wir in Schlauchbooten das jenseitige Ufer gewinnen, wiederum als die vorderste Kampfgruppe. Schnell ist die Kompanie übergesetzt und die befohlene Stellung jenseits der Loire erreicht. Der Mond war uns ein guter Geselle. 19.6.1940. Um 4.30 Uhr wird die Verbindung mit der 25. Infanteriedivision und dort dem Infanterieregiment 199 hergestellt, die in der Nacht anfingen, links von uns die Loire zu überschreiten. Wir nehmen Besitz von Saint-Brison, beraten schnell einige Hühner und Kaninchen, da die Feldküche und der Tross nicht nachkommen können. Um 16 Uhr gewinnen wir jenseits der Loire an Boden. Um 23 Uhr Ankunft. Quartiermacher haben das nötige Stroh besorgt. Auch der Chef ist zum Umfallen müde. Als er sich ins Stroh setzt, ruft er seinen Soldaten zu: Geht schlafen, dass ihr den Hunger vergesst. Zwei Tage blieb die Feldküche aus und wir wetzten mit freigemachtem Gerät. Das muss das Ende sein. Sonst kippen wir einer nach dem anderen um. Wieder starke Sicherung gestellt durch die fünfte Kompanie, da wir die vordersten Teile sind. Um 1.30 Uhr ist die Aufstellung mit Pack und SMG beendet. Dann darf auch der Kompanieführer ruhen. 20.06.1940 Dieser Morgen bringt ein schönes Erwachen. Der Tross und die Feldküchen sind da. Nun gibt es für zwei Tage die Portionen nach. Wir können es nicht aufessen: Brot, Butter, Wurst, Käse, Schokolade, Bonbons, Pfefferminzstangen, Kekse, Bohnenkaffee, Zitronenlimonade. Nach Aussage eines Gefangenen, den unsere sudetendeutschen Kameraden auf Tschechisch befragt haben, liegt uns gegenüber eine Division von Immigranten, Tschechen, Polen und so weiter. Die Einheiten sind aber versprengt und kämpfen in einzelnen Abteilungen. Ein buntes Bild mit viel Abwechslung. In Autos, Leiterwagen, Bretterwagen, Handwagen alles liegt herum. Ziegen, Kühe, Hunde sind daran gebunden. Hühner in Kisten. Jung und alt, klein und groß staunt über unsere deutschen Soldaten. Meist sind die Menschen verwahrlos, die Frauen und Mädel dicke pudern und geschminkt. Schön begann der Tag und schön endet er. Als wir um 11 Uhr gerade abmarschieren, kommen die LKW, auf die die Kompanie außer 35 bis 40 Radfahrer verladen wird. Auf schneller Fahrt erreichen wir auf guten Straßen La Chapelle, in lustigen Liedern, gesungen und gepfiffen, drückt sich die Stimmung der Soldaten aus. Viel Kartenblätter sind wir durchwetzt, an manchen Tagen sogar zwei. Selbstverständlich war es für uns, wenn der Kompaniechef früh seine Soldaten begrüßte und das Tagesziel angab, dass die Karte in seiner Hand am Abend in die dicke Aktentasche wandert. Und nun liegt die Kompanie, die Züge in sich geschlossen, der Kompaniechef, Schreibstube usw. So in einer Villa, bereits acht Tage an diesem Ort, der zwei Tage vor unserer Ankunft von Bombern heimgesucht und ziemlich zerschossen wurde. Kennzeichnend für unsere jetzige Arbeit sind die Worte des Herrn Oberleutnants Munzel beim Mittagstisch. Wir schlagen unsere letzte Vernichtungsschlacht in Frankreich. Guten Hunger, meine Herren. Aufzeichnung des Infanterieregiments 189, Fünfte Kompanie, Frankreich-Feldzug, Teil 6. Der Rückmarsch in die Heimat von Feldwebel Feldberg. Nach langen, angespannten Märschen und siegreichen Kämpfen haben wir La Chapelle erreicht. Hier hat das Bataillon Ruhequartiere bezogen. Wie alle übrigen Kompanien des Bataillons hat auch die fünfte Häuser der evakuierten Zivilbevölkerung zugewiesen bekommen. Die Quartiere waren, wenn auch Fensterscheiben und Dachsteine fehlten, soweit in Ordnung. Nach einigen Stunden Revierreinigen war es möglich, sich da für einige Tage häuslich niederzulassen, denn vom Feinde ist ja nichts mehr zu sehen. Lediglich einige feindliche Hühner und Kaninchen waren sich selbst überlassen, jedoch nicht lange, denn sie wurden durch die Feldküche oder auf die ein oder andere Art der Kompanie zugeführt. Auch für die durstigen Kehlen war etwas vorhanden. Die Vorräte an Wein nahmen ja kein Ende. Ja, es war sogar möglich einen Unteroffizierabend steigen zu lassen. Eine große Platte, weiß gedeckt, wurde aufgebaut. Rote und weiße Rosen neben einer fantastischen Beleuchtung gaben diesem Abend das Gepräge eines großen und feierlichen Sieges. Neben guten Speisen standen die besten Weine und Liköre zur Verfügung. So war es nun möglich, nach dem herrlichen Siege über Frankreich hier unsere EK1-Träger, Oberleutnant Munzel und Feldwebel Ronhard zu ehren und die Sterne von Feldwebel Feldberg, Gebauer und Niesner feierlich zu begießen. Aber auch diese herrlichen Tage mussten ein Ende nehmen. Was soll denn mit uns geschehen? Einer fragt den anderen, marschieren wir nach der Küste und gegen England? Sollen wir zur Besatzung hier bleiben oder marschieren wir in die Heimat? durch Bataillonsbefehl erfahren wir, dass am 28.6. ein Regimentsappell stattfinden wird. In letzter Minute wird dieser jedoch abgesagt. Nur die Träger des EK1 und EK2 werden zum Divisionsappell nach Blancafor ins Schloss gerufen. Nach einer kurzen Ansprache erklärt der kommandierende General unter anderem, dass die 81. Division, der wir angehören, am 30.06. den Rückmarsch in die Heimat antritt. Eine unbeschreibliche Stimmung in den Reihen der Kompanie. Noch am gleichen Tage und dem nächstfolgenden wird alles bereit gemacht, um den Marsch in die Heimat antreten zu können. Am 30.06. morgens um 5.30 Uhr steht die Kompanie abmarschbereit. Der Kompaniechef richtet noch kurz einige belehrende Worte über das Verhalten auf dem Marsch an die Kompanie. Um 5.40 Uhr wird die Kompanie vorgezogen und in den Verband des Bataillons eingefädelt. Das Bataillon tritt an. An der Spitze die fünfte Kompanie. Der Marsch geht über Blac-A-Fort nach Autrey. Ein heißer Tag. Schweißtriefend geht es Schritt für Schritt der Heimat entgegen. Unterwegs erhalten wir vom Kompaniechef die Nachricht, dass der Bataillonskommandeur des zweiten Bataillons. Hauptmann von Petersdorf für seine mutigen Taten mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wird. Nach 30 Kilometer Marsch haben wir Autre erreicht und gehen zur Rast über. Am frühen Morgen des 01.07. geht der Marsch weiter über Saint-Martin, La Bussière, Ardon nach Aylan. Es könnten ungefähr 40 Kilometer Marschweg gewesen sein. Für uns marscherprobte Infanteristen eine Kleinigkeit. Der nächste Tag, 2.7. Da werden einige Teile des Bataillons auf Lastwagen vorgeworfen. Wir marschieren nach ville einem kleinen Städtchen an der Ion. Damit haben wir wieder ein Tagesziel erreicht. Hier zeltet das Bataillon dicht in einem Buchenwald. Die Zelte sind fabelhaft ausgerichtet und das Gepäck ebenfalls in Reih und Glied vor ihnen aufgebaut. Das gibt ein fabelhaftes Bild deutscher Lagerordnung und Sauberkeit. Hier haben wir zwei Ruhetage. Der Dienst ist sehr angenehm, denn wir haben neben dem Frühsport nur Waffenreinigen und was beim Lanzer das Notwendigste ist. Gelegenheit zum Baden ist vorhanden. Nach dem Frühsport geht es gleich in den Bach, um den verstaubten und verschwitzten Körper wieder frisch zu machen. An Verpflegung gibt es hier Brot, Käse, Butter, Schokolade und so weiter. Dazu auch Zigaretten. Das kann ein guter Lanzermagen vertragen. Am 4.7. fahren wir teilweise mit LKW, teilweise marschieren wir weiter über Villeneuve, saint nach Fossy. Hier wird gerastet. Die Züge sind in Scheunen untergebracht. Immer noch besser als gezeltet. In diesem Ort lernt Feldwilberonhardt einen russischen General kennen, der persönlicher Verbindungsoffizier zwischen dem Kaiser und dem Zaren gewesen ist. Da er Deutsch sprechen kann, haben der Kompanieführer und andere auch die Gelegenheit, sich mit ihm näher zu unterhalten. Er ließ sich mit seiner Familie und auch uns fotografieren. Ein Beweis dafür, wie deutschfreundlich er eingestellt ist. Leider muss dieser Mann, wie oft ein großer Mann, durch das Schicksal seines Landes und durch sein persönliches Missgeschick die letzten Tage seines Lebens in Armut und Bescheidenheit verbringen. Unser Spieß, der den Auftrag hatte, vorzufahren und Quartiere zu besorgen, ist mit den anderen Hauptfeldwebeln des Bataillons in der Nähe von Sens mit einem kleinen Personenwagen verunglückt. Hinkend und keuchend kehrt er zu uns zurück. Er versieht aber weiter seinen Dienst, während sich die anderen in ärztliche Behandlung begeben mussten. Unkraut verdirbt nicht. Nach einer kurzen Nacht in Fossy marschieren wir in den frühen Morgenstunden des 5. Und 7. in Richtung Asencias über Troyes. Wir kommen zum zweiten Mal über die Seine, doch diesmal ohne einen Brückenkopf zu bilden. In Troyes sind in verschiedenen Teilen der Stadt Straßensperren und Schützengräben angelegt. Der Südteil der Stadt ist durch unsere stolzen Stukas dem Erdboden gleichgemacht worden. Hier haben erbitterte Kämpfe stattgefunden. Doch musste der Feind dem Ansturm der deutschen Truppen weichen. Arsentier, ein kleines Dorf, ist unser heutiger Rastraum. Wir versuchen, einen von den Franzosen im Graben zurückgelassenen Omnibus in Gang zu bringen, um unsere Marschbretter am nächsten Tag zu schonen. Leider ohne Erfolg. Trotzdem war es möglich, das Bataillon am nächsten Tage zu motorisieren. Im nächsten Ort konnten wir den Sonntag als Ruhetag benutzen. Obwohl das Wetter ungünstig war, befanden wir uns in gehobener Stimmung, weil hier der zweite Zug einen Zugabend gab. Froh und freudig durften wir hier wieder eine Vernichtungsschlacht schlagen. Unser Weg führt uns weiter über Vassy nach Chavillon. Die Mane liegt hinter uns. Chavillon, ein herrlich gelegener Ort an den Äußläufern der Argonne. Die Quartiere sind in Ordnung, die Kompanie findet in der Schule Unterkunft. Die Unteroffiziere Guletz und Gebauer haben sich einen verschließbaren Schrank als Bett hergerichtet. Sie wollen endlich mal für sich alleine sein. Von Cheville wird die Kompanie in PKW ungefähr 25 Kilometer vorgebracht. Wir haben noch 10 bis 12 Kilometer nach unserem Marschziel Rossiers zu wetzen. Gegen 10 Uhr ist dieser Ort auch erreicht. Die Unterkünfte für die heutige Nacht sind sehr dürftig. Am Abend empfangen die Züge Rotwein und wetteifern im Singen. Faux ist unser nächstes Tagesziel, schon jenseits der Meuse. Ein kleines Städtchen, wenig zerstört, ist für einen Ruhetag bestimmt. Hier hatten ein paar Männer der Kompanie das Glück, eine Besichtigungsfahrt nach Verdun, Fort Dumont und Fort Vaux zu machen, dort, wo schon unsere Väter einstmals gekämpft haben. Über diese Fahrt lassen wir Unteroffizier Steffen erzählen. Wir waren auf unserem Heimmarsch bis in das Städtchen Front in der Nähe von Toul gekommen. Der nächste Tag war uns als Ruhetag zugesagt und er brachte uns zu der freudig begrüßten Ruhe noch eine besondere Freude, nämlich die Besichtigung von heiß umkämpften Weltkriegsstätten, zu denen uns in strömenden Regen in den ersten Morgenstunden einige LKW in etwa dreistündiger Fahrt brachten. Dörfer und Siedlungen, durch die wir fuhren, trugen allesamt Kriegsspuren. Gesprengte Brücken, zertrümmerte Häuser, eine Straßensperre nach der anderen. In abremont saint mitiel brennen die Häuser schon tagelang. Friedliche Dörfer der Maßniederung mit weidendem Vieh und arbeitenden Bauern gleiten an uns vorüber. Plötzlich hält unser Wagen in einer kleinen, engassigen Stadt, in der auch wieder das normale Leben begonnen hat. Verdun. Was für eine Fülle tragischer Geschehnisse, Opfer, Tränen und wehmütiger Gedanken verbinden sich für jeden Deutschen mit diesem Namen. Niemals wird es in der deutschen Geschichte der Heldenkampf der Väter um diese Zitadelle und seine riesigen Forts vergessen werden. Nie hat im Weltkrieg ein deutscher Soldat diese Stadt betreten können. Hunderttausende sind um sie verblutet. Ein Regiment nach dem anderen schmolz in diesem Opfergang des deutschen Volkes zusammen. Aber auch der Feind hat damals gewaltige Opfer bringen müssen. Unzählige Regimenter sind aus dieser Hölle nicht mehr herausgekommen. Dass dies nicht vergessen werden, von den nachfolgenden Generationen, steht jetzt hochaufragend mitten in der Stadt mit gewaltigem Unterbau ein Malmal. Das als einzige Inschrift das Wort Verdun trägt. Am Rande der Stadt liegt ein französischer Gefallenenfriedhof. Hier ruhen 4864 französische Soldaten. Für Frankreich gefallen, wie das Kreuz in der Mitte berichtet. Doch schon schlug dieser Krieg neue Wunden. Neue Massengräber sind oben erst daneben zugeschüttet worden. Unser Weg geht jetzt steil bergauf. Ruinen aus dem Weltkriege liegen am Wege. Das Häusermeer von Verdun wird überragt von der großen, unbeschädigten Stadtkirche. Das Trichterfeld beginnt. Zwei Meter hohe Büsche sind über die Granattrichter gewachsen. Eine Granate hatte hier buchstäblich neben der anderen den Boden zerrissen. Wir halten plötzlich an einem Denkmal an der Straße, das an den Sergeanten André Maginot, der hier verwundet wurde, erinnert. Später im Lazarett entwarf er die französischen Befestigungswerke, die seinen Namen tragen. Auch diese Befestigungen boten unserem Ansturm kein Hindernis. Nach kurzer Zeit war unser Blick durch ein gigantisches Bauwerk gebannt: Das Beinhaus von Dumont. Ihm gegenüber auf abfallendem Gelände liegt der Nationalfriedhof von Dumont. Eine unzählige Reihe von Soldatengräbern, schnurgerade ausgerichtet, mit Rosenbeeten, grünem Rasen und blühenden Ranken verschönt. Die Tafel meldet: Auf diesem Nationalfriedhof ruhen 15.000 Soldaten, die folgenden Regimentern angehören. Die Zahlenreihe, die dann folgt, geht in die 40 oder 50. Wir treten schweigend in die Totenhalle. Sie ist nur schwach erleuchtet durch orangefarbene Fenster. Rechts und links öffnet sich ein etwa 60 Meter langer Gang. In Nischen stehen immer zwei marmorne Sarkophage, darunter eingemeißelt die Namen der Schlachtorte: Höhe 304, Toter Mann, Flory, De Mont und unzählige andere Namen, die unvergessen bleiben werden für beide Völker, die hier rangen. Durch eine große Tür treten wir in die Gedächtniskapelle die von den Katholiken der Alliierten erbaut wurde. Wir steigen danach auch noch in den Totenkeller. Hier liegen die Gebeine unzähliger Gefallener, deren Namen verschollen sind, neben rostigen Kriegsgeräten und Waffen, die man auf den Schlachtfeldern fand. Nicht minder erschütternd wirkt unweit dieses Totenhauses der Boyenettgraben. Im deutschen Artilleriefeuer wartete einst im Schützengraben mit aufgepflanztem Seitengewehr ein französischer Stoßtrupp auf das Zeichen zum Angriff. Eine deutsche Granate schlug mitten hinein und verschüttete diese Männer. Nur die Bajonette und Gewehrspitzen sind frei geblieben. Wie man dieses Bild fand, hat man es gelassen. Eine Tragödie, wie sie sich wohl oft abgespielt hat. Dort steht eine vom Feind erbeutete Kruppsche Kanone. Auf benachbarter Höhe liegt das Fort Forks. Vor 24 Jahren heiß umkämpft. Erst nach Einsatz schwerster Artillerie und Flammenwerfer erobert, ist dieses Frohr jetzt im Handstreich genommen worden. Wer nicht mehr von der Besatzung durch die unterirdischen Laufgräben entkam, ergab sich am 15. Juni 1940 den deutschen Truppen. Noch liegen hier Berge von Munitionskisten, spanischen Reitern und Sandsäcken. Der feldküche befindet sich noch ein halber kessel mittagessen in der speisekammer hängt noch das fleisch der Kantinentisch hat noch leere flaschen auf den wellen liegen die damals gesprengten panzerkuppeln umgekehrt und zersprungen drohende geschütze sollten das tal vor dem fort beherrschen aber sie sind diesmal zu keinem einzigen schuss gekommen ein deutscher stoßtrupp überrumpelte die besatzung als sie gerade beim mittagessen war. Sie fand nicht die Zeit, die vielen Laufgräben, Irrgänge und senkrechten Schächte, die das unterirdische Bauwerk wie ein Labyrinth durchziehen, zur Flucht zu benutzen. Das gleiche Schicksal hatte das Fort Dumont, das auf der nächsten Höhe liegt. Dieses stark modernisierte Panzerwerk mit seinen versenkbaren Türmen und Mörsern inmitten von Wellen aus Drahtverhauen ist eine Burg, die wohl Geeignet schien, einen feindlichen Ansturm aufzuhalten. Aber auch hier siegte wieder deutscher Kampfgeist. Unsere Väter nannten diese Panzerkurbel Sargdeckel. Schwerste Kaliber vermochten einst nicht seine Kasematten und Bunker zu erschüttern, bis ein deutscher Stoßtrupp mit größter Kühnheit dieses Fort nahm. Auch die Mörser sind in unserem Kriege nicht zum Schuss gekommen. Über steile Hänge und Serpentinen geht von hier aus unsere Fahrt. Diese Dörfer haben schon drei Kriege gesehen: 1870, 1914 bis 1918 und 1940. Über Avil mit einem stillen Soldatenfriedhof kommen wir nach Mars -La -Tour, wo in den Augusttagen 1870 deutsche Dragoner ihren Todesritt unternahmen und doch dabei siegten. Abseits am Wege steht ein französisches Denkmal, zum Gedächtnis der für Frankreich in den Tagen 16. bis 18. August 1870 gefallenen Soldaten. Vinouville und Gravelotte mit ihren Straßensperren und frischen Granatlöchtern auf den Feldern haben auch den letzten Krieg kurz, aber ohne große Not erlebt, denn sie liegen auf dem Wege nach Metz, dem Ziel unserer Truppen die nach dem Durchbruch der Maginot-Linie hier durchbrausten. Bald taucht Metz auf mit seinen sauberen Vororten und Villen. Vor einer großen Kaserne steht im französischen Schilderhaus schon der deutsche Posten vor dem Gewehr. Die wunderbare Kathedrale, deren kostbare Fenster aus Furcht vor einem deutschen Bombardement entfernt wurden, wird von vielen deutschen Soldaten aufgesucht. Am Abend geht es dann im Moseltal wieder heim. Vom fliehenden Feinde sind alle Moselbrücken sinnlos zerstört worden, so in Pont en Masson und so weiter. Aber deutsche Pioniere baten sofort wieder den Weg. Als wir abends Toul passieren, erblicken wir noch im Flughafen ein großes Gefangenenlager. Hier sind 5600 Franzosen, Neger und Marokkaner untergebracht. Als starkes Widerstandsnest zeigt die Folgen des Krieges an seinen Kasernen und Häusern. Wir sind stolz, dies alles gesehen zu haben, besonders auch deshalb, weil wir diesmal Sieger blieben und unsere Truppen den alten Heldengeist der Väter, die hier im Weltkriege rangen, gezeigt haben. Aufzeichnung des Infanterieregiments 189, 5. Kompanie. Frankreich-Feldzug. Siebter und letzter Teil. In Faux wird mit dem LKW der Kompanie aus Nancy Bier herangeholt, um den Angehörigen der Kompanie nach vielen Wochen wieder einmal diesen guten Trunk zukommen zu lassen. Marschweg am 12.07. Toul, Nancy, Essay, Le Nancy und so weiter. Ist zum Teil durch Flieger und Artillerie zerstört worden, jedoch ragen noch die Türme der Kathedrale gegen den Himmel. Eine deutsche Flagge kündet von dem siegreichen Vorstoß unserer Truppen. Alte Befestigungsanlagen des Krieges von 1870 heben sich links und rechts der Straße ab. Nun geht es über die vielbesungene Mosel nach Nancy. Eine uralte deutsche Stadt, die einst den stolzen Namen Nanzing trug. Sie zeugt noch heute, allerdings vom französischen Einfluss überdeckt von deutscher Kultur. Feierlich zogen wir durch den kunstvoll angelegten und gewaltig beeindruckenden Ring an unserem Regimentskommandeur vorbei. Durch den herrlichen Torbogen geht der Marsch weiter nach Essay-le-Nancy. Zwischen Toul und Nancy sehen wir noch die großen Gefangenenlager des zerschlagenen französischen Heeres. Beutegut an Beutegut steht zusammengezogen an dieser breiten Asphaltstraße. Französische Einzel- und Massengräber lassen wir hinter uns. Links der Straße sehen wir aber auch Gräber unserer gefallenen Helden, die umgrenzt sind von einem niedrigen Drahtzaun. Hier liegen sie, die Helden des großen Sieges, als wollten sie uns einen Gruß an ihre Heimat mitgeben. In Ergriffenheit und Stolz zieht die Kompanie an diesem kleinen Heldenfriedhof vorbei. Unser Marsch geht über Orion wo wir einen Ruhetag hatten, nach Bonnay weiter. Am 16.7. Ruhetag. Von hier aus. Sind wir nur noch 35 Kilometer entfernt von jener deutschen Grenze, die nach dem Versailler Diktat Garant für den Frieden sein sollte? Über diese Grenze werden nun bald unsere Schritte in das schöne, stolze Vaterland führen. In Bonnay werden die Kompanien zu einem kurzen Bataillonsappell zusammengerufen, in dem der Bataillonskommandeur den Männern seines Bataillons für den tapferen Einsatz dankt. Zum letzten Marsch stehen wir nun am 17.07. morgens um 5.15 Uhr angetreten. Um 5.30 Uhr marschiert das Bataillon ab. Nach den ersten acht Kilometern kommen wir der Maginot-Linie nahe. Bunker für Bunker und langgezogene, breite Drahtverhaue lassen wir links und rechts der Straße liegen. Immer näher kommen wir über Holling und Bosonville der Grenze. Hinter Werstling überschreitet das Zweite Bataillon an der Spitze die Fünfte Kompanie um 12.50 Uhr die französische Grenze und wir marschieren hinein in das 1935 wieder dem Reich angegliederte Saargebiet. Von Reling nach Tonnheim, geschrieben von Unteroffizier Goletz. Das erste deutsche Dorf im Altdeutschen Reiche Niedaldorf, Kreis Saarlautern, ist am 17.07. erreicht. Stolz und erfreut sind wir, dass wir mit diesem Tage wieder alten deutschen Boden erreicht haben. Um 12.45 Uhr haben wir die ehemalige französisch-deutsche Grenze passiert. Der zurückliegende Marschweg war lang und anstrengend. Doch jetzt schlagen die Herzen höher. Vergessen sind Leid und Schmerz. Wer sollte sich auch nicht beglückt fühlen bei dem Gedanken Vaterland, Heimatland? Der Weg führt uns jetzt nach Rehling, einem schönen, größeren Ort im Saargebiet. Wir gehen zur Ruhe über und genießen hier eine mehrtägige Erholungspause. Ach, wieder einmal deutsches Quartier. Sind auch die Bewohner des Dorfes nicht da, wir werden begrüßt von deutscher Ordnung, deutscher Kultur. Unsere Seele wird genährt von dem tiefen, stillen Frieden ringsum, genährt von dem Anblick der schönen, bergigen Landschaft. Unser Geist wird belebt durch die Freundlichkeit deutscher Siedlung, durch die Wärme des deutschen Wesens. Deutsches Bier kommt unserem körperlichen Verlangen nach. Feierlich ist jede Stunde des Aufenthaltes hier, jeder Augenblick erbauend. Nun kommt der 20. Juli. Wir rücken ab nach Hammersdorf, um hier verladen zu werden. Um 9.50 Uhr rollt der mit frischem Grün geschmückte Zug ab, der uns in unsere schlesische Heimat bringen soll. Neuhammer ist das Ziel, so heißt es. Wir nehmen dies mit gemischten Gefühlen auf und fügen uns willig dem rasenden Vorwärtswallen des Zuges. Dillingen, Saarlautern, Saarbrücken, so lesen wir an den Bahnhofsschildern. Namen von Bedeutung. Wir grüßen freudigen Herzens dieses stolz, oft heiß umkämpfte Saarland. Ja, verlockend ist es. Das Saartal ist schön. Die Felder strotzen von Üppigkeit. Die Industrie schafft manchen Schatz zutage. Saarbrücken steht leuchtend im Mittelpunkt des Saarkohlebeckens. Kein Wunder, dass französische Habgier hierhin das Augenmerk richtete. Dreimal versuchten die Franzosen dieses Land zu verschlingen. Es gelang ihnen nicht. Es konnte ihnen nicht gelingen, denn Deutsch ist die Saar, Deutsch immer da. Uns wurde hier auf der Durchfahrt klar, was es heißt Deutsch ist die Saar. Wir erkannten den Unterschied zwischen französischer und deutscher Eigenart. Ein Hoch gilt deutschem Fleiß und deutscher Strebsamkeit, der deutschen Wirtschaft und der deutschen Organisation. Wir erkannten weiter, dass hier wie im ganzen Reich ein Volk wohnt, ein junges, lebendes Volk, das beherrscht ist von dem starken Glauben an die Kraft der Natur, das beseelt ist von der Liebe zur Arbeit, von der Freude am Schaffen. Nie konnte es daher den Franzosen gelingen, diesen Menschen ein anderes Gepräge zu geben, auch nicht in 15-jährige Herrschaft. Waren diese Menschen durch Grenzlandkampf und hier treten sie vor allem unseren Oberschlesiern und Sudetendeutschen nahe, doch so gestählt, dass sie hart und fest auf deutschem Sinn beharrten. Kämpfe hatten sie genug unsere Brüder im Saarland. Viele Kriege durchzogen dieses Land, und manches Schlachtfeld hat es aufzuweisen. 1870 fand zum Beispiel in Saarbrücken am 2.8. das erste Gefecht im Deutsch-Französischen Kriege statt. Heute aber ist dieses Land geschützt durch den unbezwinglichen Westwall. In Saarlautern vor allem begegnet uns eine stolze Bunkerei, die nie ein Franzose durchzubrechen wagen wird. Und nun noch ein Gruß unserer tapferen Saarländer, denn wir verlassen dieses Gebiet und durchqueren das Pfälzer Bergeland. Vorbei geht es an Homburg, Bad Münster, Bad Kreuznach und Ingelheim. Bad Münster an der Fecht erinnert uns an die zwei Schlachten von 1815. Hier tobten. Befangen von der Schönheit der Natur können wir unsere Augen gar nicht ablenken von den Bildern, die an uns vorüberstreichen. Dicht ans Fenster gelehnt schauen wir hinaus und lassen die Blicke in die herrliche Main-Gegend streifen. Gerade da, wo der Main in den Rhein mündet, führt uns der Zug vorbei und freudige Badegäste begrüßen uns herzlich in der Heimat. Wir winken ihnen dankend zurück. Jenseits der Mündung ragt deutlich die ehemalige Residenzstadt der Erzbischöfe und Kurfürsten hervor. Unsere Gedanken führen uns zurück bis zu dem Jahre 1450. Hier errichtete damals Gutenberg die erste Buchdruckerei. Von hier nahm die Kunst ihren Ausgangspunkt, die uns heute so unentbehrlich ist. Mainz erinnert uns allerdings auch noch an die Zeit der Schmach und Schande. Seit 1919 saß hier der kommandierende General der französischen Rheinarmee. Ob nochmals ein solcher General hier sitzen wird? Ein solcher? Ja, man kann nicht sagen ein General der französischen Rheinarmee, denn zu widerspruchsvoll klingt das Wort. Es mag wohl nochmals eine französische Armee geben, doch nie mehr eine französische Rheinarmee. Ihr dürft ihn nicht haben, den edlen, stolzen Rhein. Ihr sollt und könnt ihn nicht mehr haben, denn entschieden ist der tausendjährige Kampf um den Rhein. Frankfurt Höchst ist die nächste Station, und wieder werden unsere Gedanken auf das historische Gebiet gelenkt. Wir denken an den Frankfurter Frieden von 1871. Wir erinnern uns, dass der Frankfurter Dom im 17. und 18. Jahrhundert Krönungsstätte deutscher Kaiser war, dass die Evangelische Paulskirche 1848-49 Sitz der Nationalversammlung war, dass Napoleon hier ein Großherzogtum Frankfurt errichtete. 1815 wurde Frankreich freie Stadt, 1866 Preußen einverleibt. Als auch diese Stadt hatte mit einem besonderen Schicksal zu ringen. Und wir ziehen nun hier vorbei und bewundern ihre Schönheit und Stärke. Von ihrem größten Sohne, der weltgrößten Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, verbeugen wir uns in Ehrfurcht. Weiter geht die Fahrt, und gerade zurecht kommen uns Goethes Worte. O, oh, wären wir weiter, o, oh, wären wir zu Haus, sie kommen, da kommt schon der nächtliche Graus, sie sind's die unholden Schwestern. Wir rufen es aus, und unsere Sehnsucht wird erfüllt. Wir kommen immer weiter, das heißt näher zum Ziel. Aber es schreckt uns kein nächtlicher Graus, es kommen keine unholden Schwestern. Licht und klar neigt sich der Tag, es leuchtet uns der Himmel, wir tragen ja die Siegesfackel, die Freiheit in die Heimat. Nicht Unholde, sondern holde deutsche Schwestern, Schwestern vom Roten Kreuz und BDM, willkommen uns mit freundlichen Grüßen. Und das nicht nur hier im Taunus. In Bad Homburg von der Höhe, in Friedrichsdorf, sondern auch in Friedberg, in dem von stolzen Bergwald so wunderbar umgebenen Gießen, das im Einfluss der Wieseck in die Lahn mit seiner Universität, Baumwollweberei und seinen Zigarettenfabriken liegt. Auch Marburg und all die Ortschaften, die wir durchziehen. Winken uns zu, Marburg, und wir beginnen zu singen. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traurig und so hold? Bezaubernd ist das Bild, das unsere Augen schauen. Bewaldete Höhen schließen feierlich und beschützen diese etwa 30.000 Einwohner fassendes Städtchen an der Lahn ein. Stolz ragt das herrliche Schloss aus dem 13. Jahrhundert auf einer Höhe hervor und hebt sich majestätisch von dem rötlichen Abendhimmel ab. Hier in diesem Schloss, jetzt Landesarchiv, hielt einst Luther mit Zwingli ein Religionsgespräch und weiter drüben grüßt die gotische Elisabethkirche. Inzwischen hat der Himmel die Erde mit einem wohlgefälligen Ruhe verheißen im Dunkel umhüllt. Doch wer rastlos sich bemüht, dem gilt die Krone des Sieges. Vorwärts über Kassel nach Hann, Münden, wo Werra und Fulda sich zur Weser vereinen, geht der Weg. Nordhausen gestattet uns am frühen Morgen eine Kaffeepause. Von hier nimmt der furchtbare Teil des Helmetals seinen Ausgang. Die goldene Au. Weiter wandern wir in Freuden der Sonne entgegen. Die Flur, sie liegt zu Kirchen still, kein Lüftchen mag sich regen, doch im Gras der Bach singt leis den Morgensegen. Mansfeld mit seinem Kupferschieferbergbau liegt hinter uns. Bei Güterglück etwa, in dessen Nähe wir auf der Hinfahrt die Elbe grüßten, überqueren wir sie nun wieder auf dem Rückwege. Nun aber fragen wir uns, Wohin die Fahrt jetzt weitergeht. Der Zug fährt auffallend weit nach Norden. Sollen wir in die Reichshauptstadt einziehen? Was brausest du, mein junges Blut, was fließen meine Tränen, was glüht in mir so rascher Mut, so wallend heißes Sehnen. Es ist ein heilig Himmelsbild, das mächtig in mir lebt, die Freiheit meine Seele füllt, mich wundersam durchbebt. Unser Blut auf, wir sind erfüllt von tiefem Sehnen, der Hauptstadt von unserem Siege zu künden, Berlin uns als Mitbezwinger der Knechtschaft zu zeigen, Wiesenburg, Belzig, Michendorf, Sidin. Es grüßt uns märkisches Heimatland, märkischer Wald und Sand. Kein Zweifel mehr, es geht nach Berlin. Schon fahren wir in Wannsee, der Landhauskolonie, ein. Freundliches Winken, Zurufen, herzliches Grüßen auf beiden Seiten. Es will nicht enden. Unser Zug wird also gleich als heimkehrender Frontzug erkannt, denn davon könnten Grün, Blumen und Fähnchenschmuck. Selbst Skizzen von unserem Feldzug sind an den Wagen zu sehen und Sprüche wie etwa Mutti kocht vom besten, Fati kommt von Westen sind unsere Visitenkarte. Muntere Lieder schallen von den Lippen. Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion, so klingt es aus dunkler Erinnerung. Wir halten um 14 Uhr im Grunewald, dem Kiefernhorst. Grunewald ist bekannt durch seine vielen Seen, Sport- und Rennplätze. Hier steht die Deutsche Hochschule für Leibesübungen. Am Rande der Hauptstadt geht es weiter nach Hallensee, hohenzollern -Damm nach Schöneberg. Hast du hier mal gesessen im Monat Mai? War auch ein kleines Mägdlein dabei? Ist jetzt auch Juli genauso schön und anmutig grüßt uns Schöneberg mit seinem Kreuzbahnhof? Seiner Zellulose- und Seifenindustrie. Hier und überall, auch in Treptow, dem Rummelplatz an der Spree, in Ostkreuze, Hirschgarten, Erkner, werden wir jubelnd und winkend begrüßt. Immer weiter entfernen wir uns damit von der Hauptstadt. Wir aber sind stolz und glücklich, dass wir Berlin zuwinken durften. Und damit etwas von unserem Bedürfnis, dem großen Feldherrn zu danken. Zum Ausdruck gebracht zu haben. Gedankt sei ihm, der uns so schnell und glorreich aus dem Feindeslande wieder in die Heimat führte. Jetzt geht der Zug über Frankfurt an der Oder nach Schlesien, unserer Heimatprovinz. Weit war der Weg zurück ins Heimatland, doch jetzt erklingen Lieder der Heimat, denn nur in der Heimat, da ist die Ruhe. Über Goschen und Guben fahren, treffen wir in Sommerfeld ein. Hier kann auch der Himmel nicht mehr schweigen. Er stellt zur feierlichen Begrüßung als Zeichen des Friedens und der Eintracht einen Regenbogen in allen schillenden Farben über unseren Zug. Und es scheint, als würden wir jetzt durch einen großen, erschlossenen Torbogen, einen Triumphbogen in die Heimat einkehren. Hier erfahren wir erst, dass unser Ziel nicht Neuhammer, sondern Bunzlau ist. Kurz nach 21 Uhr lassen wir Sagan hinter uns. Über Neuhammer, Siegersdorf rollt der Zug in Bunslau ein. Es ist fast Mitternacht. Schnell geht das Ausladen vonstatten, denn noch ist ein kleiner Marsch von 15 Kilometer bis in unser Quartier zurückzulegen. Bunzlau kann uns jetzt infolge der Dunkelheit nicht viel von seiner Schönheit zeigen. Wir wissen aber, dass diese Stadt anderen Städten an Würde und Bedeutung nicht zurücksteht. Deshalb gilt ihr später nochmal unser Besuch. Mit leichter Geste bezwingen wir als geübte alte Marschierer die kurze Wegstrecke, die über Tillendorf, Siegersdorf vorbei an den Siegersdorfer Werken zu unserem Ziele führt und treffen gegen sechs Uhr in Tonhain ein. Zum herzlichen Willkommen steht am Anfang des geschmückten Dorfes die Gemeinde versammelt und ein Rührend feierlicher Akt verbindet nun sogleich die Herzen mit denen der Dorfbewohner. Jubelrufe umbrausen uns, die Jugend singt auf, der Kantor spricht begrüßende Worte zu uns. Unser Kompaniechef dankt. Wir singen zum Zeichen der Verbundenheit auch einige Lieder und kehren dann blumengeschmückt, denn die jungen Tonheimerinnen hatten inzwischen freudig lächelnd frische Blumen an unsere Brust gesteckt in unsere Quartiere. Ein freundliches, warmes Verhältnis zu der Bevölkerung ist gewonnen, dass viele fragen, warum kommen wir nicht nach Rotwasser, das nicht allzu weit von Tonheim entfernt ist, zurück. Hört auf, wir wissen auch, hier sind wir gut untergebracht. Selbstverständlich gilt gleich in den nächsten Tagen ein Besuch unserer lieben Rotwasserleute. Auf Rädern fahren wir stolz und froh in jenen Ort, in dem wir so wundervolle Wochen erlebten und von wo wir dann unsere siegreiche Fahrt in Feindesland begannen, von unseren lieben Bekannten mit freudiger Anteilnahme herzlich begrüßt. Der Abend war schön, die Nacht feuchtfröhlich. Von Tonhain, Unserem neuen Standort ruft dann am 25.07. das Regiment uns nochmals zu einem gemeinsamen Appell nach Tiergarten. Wir werden an unsere Strapazen und Leistungen erinnert, an unseren siegreichen Vormarsch. Dankend singen wir dem Führer. Schweigend aber gedenken wir der 48 Tapferen unseres Regiments, die in heldenmütigem Einsatz ihr Leben auf dem Opferaltar des Vaterlands legten. Sie sind die Größten unter uns. Denn sprechen wir mit Walter Flex: große Seelen ist der Tod das größte Erleben. Wir beugen uns in Ehrfurcht. Am 28.07. datieren wir die Fahrt nach Bunzlau. Hier findet durch die feierliche Parade vor dem Herrn General der Infanterie Halm. Stellvertretender, kommandierender General des 8. Armeekorps und Herrn Generalmajor von Löbner, unser Feldzug krönend den Abschluss. Festlich marschieren wir mit weißen Blumen geschmückt, im Rahmen unserer Division von schallender Marschmusik begleitet durch die Hauptstraßen dieser im schönsten Festtagskleide sich zeigenden Stadt am Bober. Auf dem Ring ist der Vorbeimarsch. Es stauen sich jubelnde Menschenmengen und brausende Jubelrufe umdröhnen uns. Nun einen Augenblick stramm aufgerichtet, den Kopf scharf nach rechts gewandt, die Augen aufgerissen, schon sind wir vorüber. Weiter geht der Weg unter dem sanften Blumenregen durch die Stadt, vorbei an der berühmten Keramischen Fachschule, vorbei an den alten Töpfereien. Immer wenn Bunzlauer Gut, dieses weiß und braun glasierte Irdene-Geschirr uns in die Hände kommt, werden wir an unsere feierliche Abschlussparade unseres französischen Feldzuges erinnert. Nun sind wir wieder in Tonheim. Hier warten auf uns neue Dinge. Wir haben empfunden, was es heißt, deutsch zu sein. Wir wissen, dass mit Recht wir singen: Deutschland, Deutschland über alles. In aller Zukunft werden wir uns dessen würdig zeigen. Drum breiten wir uns hier für neue Aufgaben vor. Wir stehen bereit, denn wir haben beides, das zum Leben gehört: das Schwert, das nicht schartig und der Mut, der nicht matt wird. Die letzten Zeilen. Gehören unserem Oberleutnant Munzel. Zum Abschied rufe ich euch Kameraden entgegen, bleibt Soldaten. Soldat sein heißt nicht Uniform tragen, sondern soldatische Haltung zeigen, die in der Pflichterfüllung für Führer, Volk und Vaterland gipfelt. Darum weiterhin, Kopf hoch, Vordermann und Seitenrichtung. Vergesst nie eure Kampfgemeinschaft 1743 8b, denn Kameradschaft ist leuchtende Sonne. So, Freunde, das muss man jetzt auch mal ein wenig sacken lassen. Ich muss tatsächlich sagen, das Vorlesen dieser Zeilen war wirklich nicht einfach, weil dieser Schreibstil seinesgleichen sucht. Auch man merkt, dass der Inhalt natürlich geprägt ist durch die Zeit und auch die politische Indoktrinierung der Soldaten. Deswegen möchte ich alle nochmal daran erinnern, dass das Aufzeichnungen sind einer Kompanie, die in Frankreich gekämpft und nach dem erfolgreichen Feldzug diese Zeilen niedergeschrieben hat. Man sollte das jetzt nicht als Tagebuch werten oder in irgendwie die neofaschistische Ecke rücken, sondern einfach ein Zeitzeugendokument in einer Art und Weise niedergeschrieben, wie es heute wahrscheinlich nicht mehr vorkommt. Für mich ist nur wichtig, dass das in die richtige Ecke gelegt wird. Das soll es gewesen sein zum Infanterieregiment 189. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und bleibt gesund.